360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe, aber ich freue mich auch heute wieder eine tolle, neue, spannende Episode präsentieren zu können. Und zwar habe ich erneut Dr. Michael Weber interviewt, absoluter Pionier, was Lichtmedizin angeht. Mit langjähriger Berufserfahrung. Er hat lange eine Praxis gehabt, die hat er jetzt nicht mehr, aber eine Zeit lang beim Max-Planck-Institut gearbeitet. Er ist selber auch einfach auch Forscher und er hat mit der Laseruhr, die vielleicht viele schon kennen, die hier auch schon behandelt wurde, vor allen Dingen in der ersten Episode, die ich mit ihm aufgenommen habe und auch in meinen Kongressen. Er hat jetzt eine antivirale, antibakterielle Therapie sozusagen entwickelt, wo man mit einem sogenannten Photosensitizer, also einer Substanz, da gibt es verschiedene, das sind einfach Naturstoffe, die quasi Farbstoffe sind. In dem Fall verwendet er Riboflavin, das ist Vitamin B2. Das kann man verwenden und dann bestrahlen mit blauem Licht und damit einfach die Viruslast deutlich senken. Und dafür gibt es dann neue Applikatoren mit diesem Blaulicht. Der neueste Applikator ist dann einfach für den Rachenbereich, wo man auch relativ tief mit diesem Blaulicht und UVA-Licht da und reinkommen kann und auch für die Nase. Und dann kann man das Ganze noch trinken. Über die Uhr kann man das Ganze dann auch systemisch ein bisschen aktivieren. Und das funktioniert in etwa so, dass dieser Farbstoff sich an die Viren bindet und dort dann durch diese Lichteinstrahlung freie Radikale sozusagen ausgelöst werden, reaktive Sauerstoffspezies und dann die Viren sozusagen zerstören. Und er hat eine Studie gemacht, beziehungsweise zwei Studien und eine dritte ist in Arbeit, wo also sehr, sehr große Erfolge damit sind. Und das ist bei Infektionskrankheiten, sage ich jetzt einfach mal, aktuellen, kommenden, vergangenen, ist das einfach eine sehr, sehr effektive Geschichte und das ist vor allen Dingen generell jenseits vom Erreger, also egal welches Virus, welche Mutation damit jetzt gerade sozusagen aktuell ist, funktioniert es quasi immer, ne? Das im Gegensatz zu anderen Verfahren. Also sehr, sehr spannend. Wir gehen wieder tief natürlich rein in das Thema. Wir besprechen, wie es genau funktioniert, was die Hintergründe sind und quatschen auch so ein bisschen, was man noch machen kann, was es auch noch für andere Möglichkeiten gäbe. Also ein sehr, sehr interessantes Interview und ohne weiter großartig viele Worte zu verlieren, kurzes Wort zum Sponsor und dann geht's gleich los mit der Episode. Viel Spaß für heute. Hallo Michael, schön, dass du hier bist. Hallo. Ja, zum vierten Mal bei mir im Interview, zum zweiten Mal im Podcast. Wir wollen uns über ein neues therapeutisches Verfahren unterhalten, was du entwickelt hast. Das ist die photodynamische Therapie und damit ist es möglich, verschiedenste Erreger, Viren, unter anderem auch Bakterien oder sogar auch Parasiten so ein bisschen in Schach zu halten. Und das Interessante ist dabei, dass es für alle populäre virale Infektionen sozusagen funktioniert und wo es generell eigentlich gar keine Therapiemöglichkeiten gibt. Bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich nochmal so ganz knapp vorstellen. Du warst ja schon ein paar Mal hier, aber dass wir nochmal so ein bisschen für die Leute, die neu dabei sind, kurz was von dir erfahren. Ja, also mein Name ist Michael Weber. Kurz zu meiner Historie. Also ich bin promovierter Mediziner. Arbeite bereits seit 1988 als Mediziner in meiner eigenen Praxis. Also ich habe 31 Jahre eine Kassenpraxis gehabt für allgemeine und innere Medizin. Zu meiner Vorgeschichte muss ich sagen, dass ich eben auch ein bisschen wissenschaftlich angehaucht bin.
Das erklärt so ein bisschen auch meinen Forschungsdrang, den ich immer noch nebenher habe. Ich habe früher in Marburg an der Uni Chemie und Biochemie studiert mit Diplomabschluss und habe immer so ein bisschen diesen Forscherdrang in mir behalten. Ich habe, wie gesagt, dann ein Zweitstudium gemacht an der Uni Göttingen, habe dort das erfolgreich abgeschlossen, habe in Max Planck gearbeitet, in der Forschung ein Jahr für experimentelle Medizin, habe eine sehr gute klassische Ausbildung in der Inneren Medizin an der Uni in Göttingen gehabt. Und ja, habe als traditioneller Mediziner eben gearbeitet, gut ausgebildet, sage ich mal, aber im Laufe der Jahre erkannt, dass es neben der traditionellen Medizin eben Grenzen gibt und auch andere Dinge gibt. Wenn ich mal an die alten chronischen Patienten denke, an die Schmerzpatienten oder so. Ne, wir haben ja im Grunde da kein Angebot mehr irgendwo. Und ich habe mich dann sehr viel mit Naturheilverfahren beschäftigt, habe da meine Prüfung gemacht. Später kam ich zur Schmerztherapie Akupunktur und über die Akupunktur letztlich sind wir zur Lasertherapie gekommen, um quasi mal die Nadeln durch Laserstrahlen zu ersetzen. Haben dann sehr viel Schmerztherapie gemacht und neue Methoden entwickelt, neue Geräte auch dazu gebaut, die international auf dem Markt sind. Ja, und dann, sage ich mal, seit 10 Jahren haben wir die Laser für ein anderes Gebiet eingesetzt, die sogenannte photodynamische Therapie. Ja, normalerweise wird ja ein Laser dazu verwendet, so ein niedrig dosierter Laser, so mit der Energie ungefähr der Sonne, die auf uns scheint, Gewebe zu regenerieren, Durchblutung zu verbessern, also mehr zur Regeneration. Aber man kann Laser auch in Zusammensetzung mit bestimmten Substanzen, da reden wir nachher noch im Detail drüber, benutzen, um schlechte Zellen, Krebszellen oder auch zum Beispiel schädliche Mikroorganismen abzutöten. Und wir behandeln heute vorwiegend Tumorpatienten mit photodynamischer Therapie, aber wir sind eben darüber auf den Weg gekommen, dass man mit dieser Art Therapie auch, wie gesagt, Mikroorganismen abtöten kann. Ja, das ist so mein Gebiet und ich habe meine Kassenpraxis Ende letzten Jahres aufgegeben, nach 33 Jahren. Wow. Und arbeite, aber jetzt habe ich mehr Zeit an unseren speziellen Forschungsprojekten und auch weiter am Patienten zu arbeiten. Okay. Ja, wir haben ja auch schon ein langes Interview gemacht, hier wir beide zusammen im Podcast, wo wir wirklich auch viel über das das ganze Lichtmedizin, Laserverfahren und so weiter gesprochen haben. Wir haben über die Uhr gesprochen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob wir sehr viel darüber gesprochen haben, aber die photodynamische Therapie, da geht es also darum, dass man bestimmte Substanzen einbringt in den Körper und die mit bestrahlt und die dann eine bestimmte Wirkung verfolgen. Vielleicht kannst du uns mal einfach erklären, wie funktioniert das Ganze? Ja, man kann es relativ einfach erklären, damit man das Prinzip versteht. Natürlich, wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, wird es auch schon gleich kompliziert, aber eigentlich ist das einfach zu verstehen. Das Wort photodynamisch, einmal heißt es Photo, das heißt Licht, ne? Wir verwenden Licht und dynamisch heißt, wir entfalten sozusagen eine Dynamik im Körper mit diesem Licht. Ne? Und ich habe es ja schon mal gesagt, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wenn wir über Laser nachdenken, denken wir sofort jeder, oh, das ist gefährlich und mit Lasern kann man operieren und Gewebe schneiden. Wir kennen das ja aus der Chirurgie und vielen anderen Feldern. Das sind die starken Laser. Wir sprechen nicht über diese starken chirurgischen Laser, sondern wir sprechen über die schwachen Laser. Man nennt die ja auch Low-Power-Laser oder Low-Intensity-Laser. Die haben so die Energie so ähnlich wie das Sonnenlicht, was umstrahlt, unter 500 Milliwatt. Das ist so eine Grenze. Damit kann man also keinen Schaden anrichten am Körper, egal wo man ihn appliziert. Diese Laser haben eine positive Wirkung auf die Zelle, stimulieren den Stoffwechsel, die stimulieren die Energieausbeute im Körper. Aber wenn wir jetzt photodynamisch sprechen, dann heißt das, wir benutzen einen niedrig dosierten Laser, um Zellen zu zerstören. Allerdings nicht mit hoher Leistung, sondern wir wollen ja eben schlechte Zellen zerstören, zum Beispiel Tumorzellen. Und diese ganze Photodynamik kommt ja aus der Tumortherapie. Und da ist gar nichts Neues bei. Das haben wir auch gar nicht erfunden. Die gibt es eigentlich schon 50 Jahre. Schon vor 50 Jahren haben Zahnärzte bestimmte natürliche Farbstoffe eingepinselt an den Zähnen, am Zahnfleisch und dann mit Licht bestrahlt. Und man hat gesehen, dass die schädlichen Bakterien absterben, die Parodontose verschwindet und Karies und solche Dinge. Also es hat eine ganz lange Historie. Und um es jetzt grundsätzlich nochmal sagen, was das Ganze bedeutet. Man nimmt einen Farbstoff. Und diese Farbstoffe sind in der Regel sogar natürlichen Ursprungs. Ne?
Und ich nenne mal einen, zum Beispiel ist das Chlorophyll, das kennt jeder, das Blattgrün. Und diese Photodynamik spielt sich in der Natur ab. Die Photodynamik bestimmt unser Leben. Das heißt, wir haben das Chlorophyll in den grünen Pflanzen und das nimmt, ist eine photodynamische Substanz, wir nennen die auch Photosensitizer, weil sie in der Lage sind, Licht bestimmter Wellenlänge aufzunehmen. Zum Beispiel das Blattgrün, das Chlorophyll, nimmt blaues und rotes Licht auf. Das ist das sogenannte Absorptionsspektrum. Und dann passiert etwas. Diese Energie wird übertragen auf das Chlorophyll und dann erfolgt ein Prozess, dass sich Sauerstoff freisetzt aus Kohlendioxid und dass sich Kohlenhydrate bilden. Das nennt man dann Aktionsspektrum. Also so ein Prozess findet in der Natur statt, der bestimmt eigentlich unser Leben. Wenn wir photodynamisch zum Beispiel schlechte Zellen, also Tumorzellen oder Viren, Bakterien abtöten wollen, geben wir einen Naturstoff, der zum Beispiel auf Basis vom Chlorophyll ist. Ja. Es gibt aber auch andere natürliche Stoffe, die lichtsensibel sind. Die sind in der Regel auch farbig. Die sind ja auch deshalb farbig, weil sie Licht absorbieren von der Sonne. Ne? Und das nicht absorbierte Licht streuen sie weg und das geht dann in unsere Augen. Deshalb denken wir auch, das Chlorophyll ist grün, obwohl es eigentlich rot und blau absorbiert. Ich nenne einfach mal so ein paar Farbstoffe. Kurkuma, Kurkumin kennt jeder. Ich nenne das Hyperizin aus dem Johanniskraut. Ich nenne das Methylenblau, was schon lange in der Medizin eingesetzt wird. Und das Wichtigste, worüber wir heute mehr im Detail sprechen, ist das Vitamin B2, Riboflavin. Das ist eine gelbe Substanz, die wir in jeder Apotheke für wenig Geld kaufen können. So, diese Substanzen, wenn wir die jetzt in den Körper hineinbringen, dann haben die Eigenschaft, dass sie sich zum Beispiel an Krebszellen, aber auch an Bakterien oder Viren binden. Ja? Und dann entsteht sozusagen ein Komplex von dieser lichtsensiblen Substanz und dem Virus. Und diese lichtsensible Substanz ist ja, wie gesagt, ein sogenannter Photosensitizer. Und wenn wir dann mit dem richtigen Licht diesen Komplex bestrahlen, der genau diesem sogenannten Absorptionsspektrum dieser Substanz entspricht, dann bilden sich Sauerstoffradikale aus dem umgebenden Sauerstoff und ruckzuck wird die Tumorzelle oder das Bakterium oder die Viren abgetötet. Das ist eigentlich das Prinzip. Der Photosensitizer macht eigentlich gar nichts am Virus oder an der Krebszelle. Der Photosensitizer nimmt nur das Licht auf und überträgt es dann auf den Sauerstoff. Und die Sauerstoffradikale, das ist eigentlich letztlich unser Mittel, was den Effekt bringt. Ja, wie kommt das denn, dass diese verschiedenen Farbstoffe sich an die Viren binden? Wieso lassen die das zu? Oder ist das, oder bindet sich das generell an alles? Oder wie funktioniert das? Ja, diese Farbstoffe haben wirklich interessante Eigenschaften. Wir wissen das zum Beispiel von den Chlorophyllabkömmlingen. Ne? Die nennt man Chlorine, die seit vielen Jahren in der Tumortherapie eingesetzt werden, dass die sich sehr, sehr schön an zum Beispiel an die Zellmembran der Tumorzellen binden. Ja? Tumorzellen haben ja, oder überhaupt Zellen haben ja viele Antennen. Wir nennen die auch Rezeptoren, ne? In der Medizin. Das sind wie quasi Antennen, wie das Coronavirus, was ja seine Spikes hat so ungefähr. Und diese Chlorine zum Beispiel, die haben eine Affinität, dass sie eben sich an diese Rezeptoren binden. Ja, und die kleben praktisch dann an der Zelle. Ja, und wenn dann das richtige Licht kommt und die Sauerstoffradikale, wird die Zelle aufgeknackt, die zerbricht sozusagen. Hm. Wie kann man das denn herausfinden, welcher Stoff sich woran bindet? Also das Virus kann man ja nicht mal sehen. Also deswegen gibt es ja einen PCR-Test, man muss es ja 30 Mal vervielfachen. Bei dem Virus ist das, bei den Viren ist das eigentlich sehr gut untersucht. Es gibt sehr, sehr viele internationale große Studien, die, sage ich mal, in den letzten 20, 30 Jahren gemacht worden sind. Man kennt sehr, sehr genau die Mechanismen auch, wie sich zum Beispiel diese Photosensitizer binden. Es gibt zum Beispiel welche, die binden sich mehr an die Eiweißbestandteile, an die Proteine. Ne? Zum Beispiel hat ja das Coronavirus diese sogenannten Spike-Proteine, die binden sich daran. Es gibt auch welche, die sich mehr an Lipide, also an fettige Strukturen bilden. Die Membranen, die die Viren umhüllen, die enthalten ja auch sogenannte Lipide. Aber es gibt einen ganz interessanten Aspekt und das ist einfach so faszinierend, wenn wir nachher über das Riboflavin sprechen, weil das wirklich der beste Photosensitizer ist. Da müssen wir einmal auf das genetische Material der Viren schauen. Ne? Jeder hat schon mal den Ausdruck DNA gehört. Ne? Dass unsere DNA ist ja eine bestimmte Kette von bestimmten Bestandteilen, die letztlich unser Gen bilden, unsere Eigenschaft. Ne? Ribo. Das ist die DNA, die Desoxyribonukleinsäure.
Die RN, die dient sozusagen als Matrize und die Ribonukleinsäure, die wird praktisch an dieser DNA kopiert, ja, und geht dann raus ins Zellplasma und die bestimmt wiederum die Zusammensetzung der Proteine, der Eiweißstoffe. Das ist der biochemische Mechanismus, ne? DNA im Gen, RNA ist die Kopie und die bestimmt dann wieder die Proteine. Und das ist ja auch das Prinzip der Impfung, was wir haben, dass bestimmte DNA, RNA-Stücke rausgeschnitten werden, nicht? Bei der BioNTech-Impfung zum Beispiel, die dann injiziert werden, an denen der Körper Antikörper macht. Aber jetzt kommt was ganz Interessantes und das ist so faszinierend. Jede DNA oder RNA hat eigentlich nur 4 Komponenten. Die sind zu einer irrsinnig langen Kette zusammengebaut in bestimmten Abständen und da ist ja auch jedes Gen anders. Und da gibt es eigentlich nur 4 Komponenten, ja, die diesen ganzen Strang, die Nukleotide, genau. Das ist das Adenin, das Thymidin, das Cytosin und das Guanin, ja. Und bei der RNA, da ist das Cytosin durch Uracil ersetzt. Aber sprechen wir über die anderen. Nun hat das Riboflavin die Eigenschaft, dass es sich in Sekunden an das Guanin der DNA oder auch der RNA bindet. Ja? Das bindet sich sofort daran, das geht ruckzuck. So, das klebt jetzt da dran. Und es gibt natürlich hunderttausende Guanin-Nukleotide in den Ketten drin. Also überall, wo so ein Guanin steht, zack, da geht das Riboflavin dran. Und wenn es dann mit dem richtigen Licht bestrahlt wird, was das Riboflavin ja absorbiert, das ist UVA-Licht und das ist Blaulicht, da gibt es sofort die Radikale und innerhalb von Sekunden wird die Kette geknackt. Ja? Das heißt, wir knacken die Kette wie mit der Schere sozusagen an 100.000 Stellen und dann haben wir praktisch wie eine Impfung, weil an den geknackten Teilen kann der Körper seine Immunität aufbauen. Das ist das Prinzip. Und das ist sehr, sehr genau untersucht heutzutage. Also diesen Mechanismus, wie das funktioniert, auch wie schnell es funktioniert, braucht es Sekunden, braucht es Minuten, braucht es Tage. Das wissen wir ganz genau, auch von den vielen Laborstudien, die es gegeben hat. Ja, laufe ich da nicht Gefahr, an meine eigenen DNS rumzuschnippeln? Nein, definitiv nicht. Der Unterschied zwischen einem Virus und einer normalen Körperzelle bei uns, ja, ist ja, wir haben ja unser genetisches Material im Zellkern geschützt. Ja, und da geht das Riboflavin nicht rein. Die DNA oder die, wir haben ja DNA oder RNA-Viren, das ist ja sozusagen frei. Ja, und da kann das Riboflavin sofort dran binden. Wenn das anders wäre, ich meine, wir nehmen ja Riboflavin, Vitamin B2, nehmen wir oder auch Chlorophyll, ne, das nehmen wir ja jeden Tag auf. Und man stelle sich mal vor, das würde aus der Nahrung, ist ja ein wichtiges Vitamin, in unsere Körperzellen überall reingehen und würde die Lichter und wir würden in die Sonne gehen, da würde der ganze Körper sofort zerstört. Ne? Mhm. Das ist das Schöne, dass unser genetisches Material eben geschützt ist. Und das ist das Virusmaterial nicht. Das ist der große Unterschied. Ne? Und deshalb geht dieser Prozess auch schnell. Ich sage mal ein Beispiel. Man hat ja schon lange, seit Jahren versetzt man Blutkonserven, die ja möglicherweise mit Viren kontaminiert sind, Hepatitis oder HIV oder was auch immer, setzt man Riboflavin zu in den Blutbanken. Und da gibt es so ein kleines Gerät aus Amerika, das nennt sich Mirasol-System. Da wird dann der Blutbeutel anschließend 5 Minuten reingelegt und dann kann man anschließend gucken, was ist mit dem Virus passiert. Und man hat gesehen, die Studie wurde vom Jahr publiziert, nach 3 bis 5 Minuten waren alle Viren tot. Ja? Also das hat man im Labor alles schon nachgewiesen. Und die normalen Blutkörperchen, die in diesem Blutbeutel waren, die waren gar nicht angegriffen. Ja? Also das Schöne ist... Also das wird auch bestrahlt in diesem Mirasol-System. Richtig. Mhm. Das Mirasol-System liefert ultraviolettes Licht. Ja? Aber man muss sagen, dieses System können wir Menschen gar nicht einsetzen. Warum? Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Ultraviolettes Licht kann ja auch schädlich sein. Ne? Es gibt ja 3 Sorten von ultraviolettem Licht. Mit kurzer, mit mittlerer und mit langer Wellenlänge. Und je kürzer die Wellenlänge ist, umso energiereicher ist das Licht. Ja? Und da gibt es das sogenannte UVC-Licht, was wir ja heute in so Steriboxen kaufen können, wo wir unsere Handys sterilisieren. Das kann man sich überall bestellen im Internet. Das ist UVC.
Das hängt man ja auch schon teilweise in Supermärkten 4, 5 Meter hoch auf, um die Viren sozusagen, die Aerosole zu zerstören. Das hat eine Wellenlänge so von 280 Nanometern. Das ist hochgefährlich, kommt aber in der Regel nicht auf die Erde, weil es in der Oberatmosphäre vom Ozon gebunden wird. Ja. Deshalb sind die Ozonlöcher auch so gefährlich, weil dann das UVC runterkommt und das macht sofort Hautkrebs. Ne? Und dann gibt es das mittlere, das sogenannte UVB-Licht. Und das hat so eine Wellenlänge zwischen, naja, 280 und 320 Nanometern. Das ist das UVB-Licht, ist das Licht, was, wenn wir uns zu lange an den Strand legen, Hautkrebs macht. Das ist auch gefährlich. Ja? Also das können wir auch nicht einsetzen, aber das wird im Mirasol-System eingesetzt. Ne? Und dann gibt es das UVA-Licht, was zwischen 120 und 400 Nanometer, bevor dann die sichtbaren Farben kommen, wie blau und so weiter. Das ist völlig ungefährlich. Ne? Und im Mirasol-System verwendet man UVB und UVA-Licht. Ne? Das ist okay, da passiert nichts. Wir verwenden aber nur UVA und blaues Licht, ne? Weil das die besten absorbierten Farben sind. Das muss man wissen, wenn man über UV spricht, dass es da drei verschiedene Sorten gibt. Ne? Okay. Okay. Ja, das ist klar, mit dem UV-Licht, das ist ja bekannt. Also da gibt es ja, da wird Wasser mit sterilisiert, da werden alle möglichen Dinge mit sterilisiert. Ne? Also da, da merkt man ja schon, da ist was dran an dem Licht. Das kann also einiges. Und ja, ihr habt das jetzt also quasi so umgebaut, das ganze System mit dem Riboflavin, dass wir es jetzt am Menschen einsetzen können. Und zwar lokal und systemisch. Wie funktioniert das Ganze? Also wie gesagt, erstmal ist es schön, wenn wir jetzt über Ribo, wir sprechen ja hauptsächlich über Riboflavin, wir könnten auch über Methylenblau sprechen. Auch ja, das würde mich ehrlich gesagt auch interessieren, weil ich nämlich gerade eine Flasche davon gekauft habe. Ja, also Methylenblau, es gibt eine große Studie, die in Amerika, in Atlanta vor einem Jahr gemacht worden ist, an über 300 Patienten. Da hat man Methylenblau in Nase und Mund gesprüht, allerdings Methylenblau absorbiert rotes Licht, ne? Rotes Laserlicht. Und das hat man dann lokal bestrahlt, das hat also auch wunderbar funktioniert. Methylenblau hat nur so einen Nachteil, dass es nicht so, ja, so gut ins Blut geht. Ne? Wir wollen ja auch möglichst das Blut behandeln, weil wir ja heute wissen, viele Viren gehen ja auch übers Blut, was wir früher gar nicht wissen. Corona greift Herz an, Niere, Leber. Mittlerweile stellt sich raus, dass die Leute Gehirnschäden kriegen, wie eine Art Demenz, sich nicht mehr konzentrieren können. Das sind alles Dinge, die wir gelernt haben. Also wir müssen Mittel haben, was möglichst auch systemisch wirkt. Ne? So eine Frühinfektion mit Methylenblau geht super, ne? Klar, ist nicht so schön, man hat ja blaue Zähne vielleicht ein paar Tage oder so und das sieht nicht so toll aus. Ja, ja, das ist aber, krass, aber muss man das, ja, aber wenn man es... Aber das wirkt auch, das wirkt auch. Ich könnte auch Kurkumin nehmen, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Das färbt nur sehr stark, wenn man es irgendwo kriegt, aber das könnte man auch sprühen. Kurkumin wird aber auch nicht so gut resorbiert im Magen-Darm, ein bisschen, aber die ist viel weniger zum Beispiel als Riboflavin. Riboflavin ist deshalb so sympathisch für mich, weil es ein natürliches Vitamin ist, was der Körper ohnehin braucht für viele Stoffwechselvorgänge. Der Körper braucht ja kein Methylenblau für seinen Stoffwechsel. Ja, wobei Methylenblau wird ja zur Verbesserung der Kognition auch eingesetzt. Also deswegen habe ich mir das mal so einfach zum Experiment, ich experimentiere gerne, mal gekauft. Aber du sagst, damit könnte ich mit rotem Licht auch lokal könnte man es auch machen. Eine Grippe oder sowas in den Griff kriegen? Ja, wie gesagt, aber wenn wir jetzt über solche Sachen sprechen, wir haben ja immer denk immer an die systemischen Wirkungen. Guck mal, wenn du jetzt eine Grippe kriegst, ne? Gut, das fängt vielleicht mit Kribbeln der Nase und mit Halsschmerzen an. Aber du weißt ja, eine richtige Grippe kriegst du schweres, du kriegst hohes Fieber, du kriegst extreme Muskelschmerzen, Müdigkeit. Das ist ja eine richtige Virämie, wie man das nennt, ne? Das heißt, die Viren in dem Moment streuen ja über den ganzen Körper und die können auch eine Herzmuskelentzündung machen, woran die Leute ja zum Beispiel sterben manchmal. Ne? Das heißt, wir müssen immer dran denken, dass so ein Virus auch systemisch geht. Wir haben bei Corona auch erst gedacht, das ist nur Mund und Nase. Heute wissen wir, dass es über den ganzen Körper geht und besonders, wie gesagt, auch ans Gehirn. Das ist auch neu. Leute werden blind jetzt sogar, weil es die Makula im Auge zerstört. Das sind alles so neue Erkenntnisse aus der letzten Zeit. Deshalb ist es immer wichtig für mich zum Beispiel, dass wir ein Mittel haben, was eben auch gut resorbiert wird, was auch, sagen wir mal, systemisch keinerlei Nebenwirkung hat. Und das, klar, man kann Methylenblau, manche spritzen das auch intravenös, aber es hat schon so gewisse Nebenwirkungen, nicht? Das muss man schon sagen. Also das würde ich, aber für eine ganz frühe Infektion in Nase und Mund, Kurkumin, Methylenblau, Toluidinblau und was es alles gibt, Rose Bengal, da gibt es so viele Naturstoffe,
Hyperizin kann man sich kaufen, Apotheke als Johanniskraut, ne, kann man Hyperizin, Johanniskrauttropfen könnte man auch nehmen, da müsste man es mit Gelb bestrahlen, weil das absorbiert gelbes Licht. Die werden alle gut funktionieren. Riboflavin ist mir halt sympathisch, weil es gut resorbiert wird, weil es lokal und systemisch wirkt und weil es gut sowieso für unseren Stoffwechsel ist, ist ja auch das Vitamin für die Regeneration von Haut und Schleimhäuten. Und die werden ja gerade auch angegriffen dabei. Ne? Und ich finde es auch sympathisch, weil Riboflavin eben auch blaues Licht absorbiert. Und blaues Licht hat ja noch ganz andere Dinge im Körper. Blaues Licht setzt zum Beispiel Stickstoffmonoxid frei, was wir in unseren Gefäßen sozusagen ständig produzieren. Und Stickstoffmonoxid macht eine gewaltige Verbesserung der Mikrodurchblutung und hat besonders eine antithrombotische Wirkung. Ja, das heißt, wir wissen ja, dass in der Lunge bei Corona-Patienten sich kleine Thromben bilden und dann kein Sauerstoffaustausch mehr stattfindet. Also das ist sehr gut belegt, dass wir über das blaue Licht, jetzt mal unabhängig von der photodynamischen Wirkung, auch diese Stickstoff, diese antithrombotische Wirkung. Also das sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Und das macht mir persönlich das so sympathisch. Aber Methodenbau kann man machen. Okay, also das blaue Licht setzt auch Stickstoffmonoxid NO frei, kennen die Leute ja schon aus meinem Buch, kann man auch machen mit Atemmethoden und so weiter. Vasodilator, also sorgt für eine bessere Durchblutung und vieles, sage ich heute zum zweiten Mal, gestern habe ich das schon mal gesagt in einem anderen Interview, viele Therapien zielen letzten Endes darauf hin, die Mikrozirkulation zu verbessern, überhaupt die Zirkulation, die ja vor allen Dingen deshalb nicht so gut funktioniert, weil wir ein unnatürliches Leben führen, muss man auch dazu sagen. Also da kann man vieles viel mit Lebensstil machen, dann bräuchte man das alles nicht. Aber ja, da kann man auf jeden Fall einiges tun und ja, zum Beispiel mit dem blauen Licht dann da auch sozusagen dem Ganzen entgegen. Man könnte auch einfach morgens in die Sonne gehen. Aber, ja, aber die scheint nicht ins Blut rein. Die scheint auch nicht in die Leber rein. Ne? Das ist das Problem. Ne? Ja, genau. Okay, ja, also es funktioniert so letzten Endes, dass diese Farbstoffe verbinden sich mit den, kommen irgendwie in Kontakt mit den Viren oder auch mit, was hast du gesagt, auch Bakterien können? Auch Bakterien. Wir haben schon früher Studien mit Malaria gemacht. Also es gibt ja viele Arten von Mikroben, auch Pilze. Also alles, was in diesem mikrobiellen Bereich reinfällt, ist behandelbar. Deshalb nennen wir diese Art photodynamische Therapie auch APDT. Ja, antimikrobielle photodynamische Therapie, um das mal zu unterscheiden von der typischen Tumor-PDT, APDT. Okay, und bei den Bakterien, da muss ich jetzt nochmal fragen, weil wir haben ja ein paar Billionen davon, die ja sehr nützlich sind. Läuft man da nicht Gefahr, dem eigenen Mikrobiom zu schaden? Na, ich denke eigentlich nicht. Also es ist eine wunderschöne Studie vor kurzem veröffentlicht worden, ausgerechnet auch mit unserem Chlorophyll, was wir hier von den Amerikanern bekommen und auch weitergeben an Kunden und an Ärzte. Es ist schon so, dass, oder wollen wir es mal anders sagen, das normale Chlorophyll ist ja schlecht wasserlöslich. Wir nehmen das sogenannte Chlorophyllin. Das ist, da ist das zentrale Magnesium durch Natriumkupfer ersetzt und so ein paar Anhänge noch mit dran. Dadurch wird das Molekül wasserlöslich. Also da ist es so, dass das sehr schön auch für die lokale Anwendung benutzt wird. Also ich würde jetzt mit welchem Licht bei Chlorophyll übrigens? Blau und Rot. Blau und Rot. Ach, das ist eine Doppelabsorption. Okay. Ja. Und ich würde natürlich jetzt nicht unbedingt hergehen, sage ich mal, ja, Bakterien jetzt im ganzen Darm zu behandeln. Wie du schon richtig sagst, wir wollen ja nicht unser Mikrobiom zerstören, sondern wenn wir zum Beispiel lokal im Mund anwenden. Und wir haben zum Beispiel diese hochresistenten Keime, die sind ja eines der Riesenprobleme, diese MRSA, ne? Diese methicillinresistenten Staphylokokken. Daran sterben ja 100.000 Leute jedes Jahr in den Krankenhäusern, weil die sich gerne in Mund und Nase und so weiter einnisten und letztlich zu schweren Infektionen führen. Die sprechen sehr gut auf diese Therapie an. Klar, wenn wir das im Mund therapieren damit, dann werden auch gute Bakterien mit abgetötet, gar keine Frage. Nur die haben aber die Eigenschaft, dass sie sich auch sehr schnell wieder regenerieren. Ne? Wichtig ist, dass wir diese Multiresistenten abtöten. Die normale Flora, die werden wir ja nicht ganz zerstören. Die regeneriert sich ja in wenigen Stunden oder Tagen. Mhm. Ja, gut. Also wie du ja am Anfang schon gesagt hast, Chlorophyll kommt ja auch in der Nahrung vor. Also wenn man jetzt sich sehr grün ernährt, sage ich jetzt mal. Ja. Ja,
denke ich auch nicht, dass das jetzt negativen Einfluss dann hat auf die Darmflora in dem Sinne, ne? Nein, nein, ich würde den Darm innen drin nicht behandeln. Obwohl, man muss dazu sagen, wir machen ja, wie gesagt, lange Jahre photodynamische Tumortherapie. Und wir geben ja solche Chlorophyllabkömmlinge, wir nennen ja Chlorine auch intravenös. Ne? Und übers Blut sozusagen gehen die an den Körper und binden sich ja zum Beispiel über Rezeptoren an die Tumorzellen. Jetzt sollte man ja meinen, wenn wir das im Blut haben, und wir haben ja auch viele weiße Blutkörperchen im Blut, die unser Immunsystem darstellen, die müssten sich auch binden. Und wenn wir dann das Blut bestrahlen in der Vene mit rotem Licht, müssten normalerweise die Blutzellen alle kaputt gehen. Tun sie aber nicht. Mhm. Das haben wir alles, da passiert gar nichts. Ne? Das ist wirklich interessant, dass es eben vorwiegend an diese pathologischen Zellen geht, die eben spezielle Rezeptoren ausbinden und die gesunden Zellen praktisch nicht anbegriffen werden. Wir haben noch nie eine Veränderung im Blutbild gesehen, auch nach diesen intravenösen Therapien. Das ist schon interessant. Und auch die gesunden Zellen, das ist ja eigentlich das Wesentliche der photodynamischen Therapie, dass sie wirklich spezifisch ist und dass die gesunden Zellen nicht kaputt gehen. Mhm. Das war vor Jahren mal anders. Der erste Photosensitizer, der weltweit zugelassen war, das sogenannte Photofrin. Ist heute in Deutschland noch zugelassen. Und das habe ich selber verwendet, weil wir gar nichts anderes hatten vor 12, 13 Jahren. Und wenn man dann, sagen wir mal, in der Speiseröhre oder so einen Tumor bestrahlt hatte, da musste man sehr vorsichtig sein. Da ging viel von gesundem Gewebe auch kaputt. Das muss man ganz klar sagen. Deshalb, ich war froh, dass wir das hinter nicht, ich hasse wirklich dieses Mittel. Wir haben dann hinter diese hochspezifischen Chlorin, E6 und wie die alle heißen, da passiert nichts mehr mit den gesunden Zellen. Also da hat sich viel verbessert in der Richtung. Mhm. Liegt das so an der molekularen Größe der? Ja, es liegt an den Strukturformeln. Ne? Es gibt ja zig sogenannte Porphyrinabkömmlinge. Porphyrine sind ja die Grundbausteine vom Chlorophyll oder von unserem roten Blutfarbstoff. Ne? Nennt man ja Hämatoporphyrine oder Chlorine. Und da gibt's welche mit vielen verschiedenen Anhängen dran. Die sind dann umgemodelt und die kann man dann sozusagen anders zusammenbauen, dass sie immer spezifischer werden, dass sie wirklich nur an diese speziellen Rezeptoren gehen, aber nicht mehr an die normalen Zellen. Da gibt es unendlich viele Forschungsarbeiten drüber. Mhm. Also, weil photodynamische Therapie, wenn man mal so die vielen Arbeiten im Internet, Sie können es überlesen, gilt als die beste Therapie für Krebs oder auch für virale Erkrankungen. Aber es heißt immer wieder, wir haben nicht die richtigen Photosensitizer und nicht spezifisch genug. Und da ist die Limitierung. Und das ist unser Feld, an dem wir arbeiten. Da sind wir heute viel, viel weiter gekommen. Und das Gute, sage ich mal, aus dieser langen Erfahrung, wenn ich sowas Neues baue, wie diese Adapter so für den Mund jetzt, aus der Erfahrung, ich wüsste ja normalerweise gar nicht, welches Licht gebe ich rein? Welche Dosis gebe ich rein? 10 Milliwatt, 100 Milliwatt, 500 Milliwatt? Muss ich 5 Minuten bestrahlen? Muss ich 2 Minuten bestrahlen? Muss ich 3 Stunden? Ich weiß das ja alles nicht. Ne? Das heißt, ich müsste viele Studien als meinen Auftrag geben, um diese Dinge zu klären. Und ich sage mal, aus dieser langjährigen Erfahrung wissen wir, welche Dosis wir dem Patienten geben, welche Bestrahlungsdauer. Und deshalb war das für uns relativ einfach, so ein System zu entwickeln. Das hat sofort funktioniert. War auch ein bisschen Glück dabei. Ja, okay. Und du hast auch Studien dazu gemacht. Da würde ich mich gerne mit dir im zweiten Teil darüber unterhalten. Also wir reden einfach weiter über das Thema. Welche Erfolge gibt es damit? Welche Studien hast du gemacht? Wie setzt man das dann hinterher ein? Und so weiter und so fort. Okay. Wie immer spannend, mit dir zu sprechen. Und wir quatschen dann weiter im zweiten Teil. Schön, dass du dabei warst. Tschüss. Okay, tschüss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Dr. Michael Weber. Hallo Michael. Hallo. Richtig. Ja, wir reden über die photodynamische Therapie. Ich glaube, da habe ich richtig gesagt. Ja, wie kann man mit Licht bestimmten Erregern auch zu Leibe rücken? Da kann man, du hast schon viel darüber gesagt. Wie findet man denn überhaupt heraus, welches Absorptionsspektrum eine bestimmte Substanz hat? Also dafür gibt es Gerätschaften sozusagen, ne? Wo man die Absorption mit messen kann. Ich habe so ein Gerät hier stehen, habe ich mir mal gekauft, weil wir ja auch selber Forschung machen, zum Beispiel auch in der Tumortherapie gibt es ja immer mal wieder schöne neue Naturstoffe und wir wollen dann wissen, können wir die einsetzen und welches Licht
können wir überhaupt geben. Und deshalb ist es schön, wenn man das selber messen kann. Also das ist praktisch ein Gerät. Da gibt es so kleine Glaskuvetten, nicht? Und dann füllt man dann diesen Farbstoff rein. Und dieses Gerät fährt dann sozusagen das ganze Wellenspektrum durch. Das beginnt so bei 200 Nanometer UVC-Licht. Ne? Und dann so alle 2-3 Nanometer geht es dann los, 260, 263, 266, liefert das Gerät und fährt das durch so bis ins sichtbare Licht und dann über 1000 sogar. Ne? Also wir haben das gesamte Spektrum, diese Kuvette wird mit dem gesamten Lichtspektrum in kleinen Schritten gemessen und dann gibt es hinter so ein Diagramm, nicht? Da ist dann die Wellenlänge aufgezeichnet und da sieht man praktisch einfach so eine Kurve, wo dann praktisch, da kommt dann so eine Art Peak, wie man sagt, ne? Und das Maximum dieses Peaks ist eben das Maximum dieser Absorption. Das nennt man Absorptionskurve. Das geht ganz einfach. Ich kann das an meinem Gerät innerhalb von 10 Minuten kann ich das messen. Dann habe ich eine riesen Tabelle, wo die ganzen Messwerte drinstehen und das Gerät druckt mir dann auch eine schöne Kurve aus. Also wenn man mal ins Internet geht und gibt mal ein Absorptionsspektrum, da sieht man sofort diese schönen Kurven für verschiedene Substanzen. Das ist sehr einfach zu machen. Okay, also da hat man dann entsprechend die Aussparung. Ne? Also dort, wo das beschieden wird, da kommt dann irgendwann mal nichts mehr zurück. Ne? Richtig, ganz genau. Genau, ja. Spannendes Thema. Ich habe ja einige Podcasts auch schon mit mit Alexander Wunsch gemacht, so, das ist der Name wieder. Und da haben wir viel auch darüber gesprochen, Fraunhofer-Linien und solche Sachen. Ja. Da hat man zum Beispiel Helium auf der Sonne entdeckt, bevor es auf der Erde bekannt war und so weiter, ja. Anhand vom Lichtspektrum. Ne? Also ja. Das ist ein sehr faszinierendes Thema. Also wer da nochmal Lust hat, sich da wirklich reinzuarbeiten, sehr, sehr spannende Podcast da auch mit ihm gemacht und natürlich auch der mit dir. Dann wird das auch ein bisschen angesprochen, vermute ich mal. Gut, du hast jetzt also da auch konkret schon mit, also du hast das umgesetzt, jetzt, na klar, durch die aktuellen Ereignisse. Generell ist es ja so, man sagt ja mal bei einem grippalen Infekt, also egal, welche Viren es sich handelt, aber so bei der Erkältung, bei der Grippe, also die Erkältung dauert, wie sagt man immer, ohne Doktor 7 Tage und mit 1 Woche. Na, so. Genau, genau. Will sagen, es gibt dafür eigentlich keine Medizin, nichts. Man kann irgendwas nehmen, es bringt gar nichts. Und man schadet wahrscheinlich eher der Leber oder sonst was damit. Richtig. Ich persönlich habe ganz gute Erfolge mit Zinkacetat. Genau diese eine Form, da muss man aber eine Tablette, das sind so richtig dicke Dinger, muss man jede 2 Stunden nehmen. Und ich habe auch gute Erfolge gehabt mit grünem brasilianischem, wie heißt es jetzt, von den Bienen. Mein Gott, was, womit die Bienen... Honig. Nee. Ja, da wäre ich drauf gekommen. Ja. Yeah. Fällt mir gerade nicht ein, die Bienen nutzen, machen diese, sammeln das und desinfizieren damit ihren Bienenstock. Ah, ja, ja. Ja, ja, ist ja, egal. Damit habe ich Erfolge gehabt, aber das ist, da muss man auch dann viel und auch die ganze Zeit von nehmen und so weiter. Und es ist auch dann schon mal, hat es dann auch schon mal nicht geklappt. Aber grundsätzlich gibt es sehr, sehr wenig bis gar nichts. Ja. Und da ist es natürlich generell interessant, auch jenseits von aktuellen Pandemien, dass man irgendwelche Tools hat, dass man sagt, okay, ich kriege sowas vielleicht auch in den Griff. Also es ist vielleicht für viele Menschen interessant. Also du hast eine Studie gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Also vielleicht muss man noch mal sagen zu diesen Substanzen, was du gerade angesprochen hast. Ne? Klar nehmen wir was gegen Erkältung. Wir wollen ja auch was nehmen. Klar, wir können erstmal was klar gegen das Fieber nehmen, Aspirin können wir nehmen, wir können Paracetamol, was so üblich ist, Ibuprofen und was es alles so gibt. Dann können wir natürlich Sachen nehmen, die jetzt nicht auf den Erreger abzielen, sondern uns stärker machen. Also Immuntherapeutika zum Beispiel. Ne? Das Zink regt ja auch das Immunsystem an. Also wir können uns stärker machen sozusagen, um eher mit dem Virus fertig zu werden. Wir werden ja auch in der Regel damit fertig. Es dauert halt eine gewisse Zeit. Das Problem ist ja dieser ganzen Viren, ob das Schnupfen, du hast es schon angesprochen, diese grippalen Infekte. Es ist ja nicht immer die reine Influenza. Dass diese Viren 100.000-fach mutieren, die sind immer wieder anders. Ne? Und selbst wenn wir heute ein Mittel gegen oder eine Impfung gegen ein Schnupfenvirus haben oder grippale Infekte, es würde beim nächsten Mal wieder nicht mehr wirken. Das ist das Problem. Ne? Und das ist auch das Problem der gesamten Medikamentenentwicklung dagegen. Das ist diese ständige Mutation. Und das ist ja auch das Problem, was wir hier mit Corona haben jetzt. Mehr und mehr und mehr. Ne? Das heißt, wenn wir etwas entwickeln, dann müssen wir ein Mittel haben,
was auch gegen alle Mutationen hilft. Ja? Und das, da müssen wir später nochmal drüber sprechen, weil das haben wir mit diesem Konzept eigentlich erreicht. Ne? Und das steht natürlich auch in völligem Kontrast zu der Impfung. Ne? Ja, die Impfung ist ja auch keine Therapie, die Impfung ist eine Prävention und ich hoffe natürlich auch, dass sie wirkt und uns weiterhilft. Aber es ist ja keine Therapie und das Problem ist, wenn diese Nukleotide, die wir eben angesprochen haben, wenn die immer wieder sich ändern, ne, und wir schneiden dann wieder das Stück raus und impfen und da kommt eine Mutante, wo diese Zusammensetzung wieder anders ist, dann wirkt das nicht mehr. Und ich will noch mal ganz kurz sagen, wir kennen es ja von der Grippe. Wir haben eine Grippeimpfung seit über 20 Jahren, ne, und im Winter 2017, 18 sind 25.000 Leute in Deutschland an Grippe gestorben und in Europa über 600.000 Leute, obwohl wir eine Impfung hatten. Und die Impfung hatte eine Wirkung, kann man überall nachlesen, von 15%, ja, wegen der Mutation. Das ist eigentlich unser Hauptproblem. Das heißt, wenn wir eine Therapie haben, dann müssten wir eine haben, die völlig unabhängig ist von den Mutationen. Und wir haben es ja eben schon mal angesprochen, als wir über den Wirkungsmechanismus gesprochen haben, habe ich ja gesagt, wir haben vier Nukleotide und das Riboflavin geht immer an das Guanin dran, an das vierte. So, und da ist das völlig egal, ob das Virus tausendfach mutiert ist, das Guanin ist immer in der Kette, nur vielleicht an anderen Stellen wie vorher. Ne? Und deshalb wird diese Therapie auch auf alle Ketten wirken. Und ob das nun Schnupfenvirus oder sonst, nur mal vom Prinzip nochmal hier, ne? Was wir uns dabei gedacht haben. Jetzt zur Frage dieser Studie. Klar, wir mussten es ja auch irgendwo ausprobieren. Mhm. Als ich dieses Set hatte, gut, da hatte ich ja noch keine Studie, aber wir haben ja viele Bekannte und viele Freunde, wir haben ein Riesennetzwerk und wir haben das dann schon mal so ein bisschen bekannt gemacht, dass wir was Neues haben. Kriegt natürlich einen Haufen Anrufe von Kollegen zum Beispiel oder deren Familien. Oh, wir sind positiv getestet worden, meine Frau hat was oder mein Kind hat Grippe oder so. Das heißt, wir haben im Vorfeld viele von diesen Systemen auch schon mal verschickt. Das waren zwar keine Studie, aber es war eine Sammlung natürlich, ne, von Einzelfällen. Und alle waren begeistert. Keiner musste ins Krankenhaus von den Covid-19. Und ich hatte meine eigenen Schlüsselerlebnisse mit so ein paar kleinen Kindern, die ich letztes Jahr betreut habe, die über Nacht wirklich hohes Fieber kriegten. Das war gar nicht Corona, ne? Und dann ein bisschen Ribo in den Mund gesprüht und das Licht in den Mund und die Kinder waren nach ein paar Stunden wieder gesund. Und da ich nun seit 10 Jahren jeden Monat nach Bangkok fliege für 2 Wochen, weil ich dort eine Klinik habe und immer wieder den Temperaturstress ausgesetzt bin, habe ich oft Infekte im Hals, Schnupfen. Und immer, wenn ich das sofort die ersten Symptome habe, war das am nächsten Tag wieder weg. Ne? Also das mal so zu den kleinen Vorfeldstudien. Aber um das zur Anerkennung zu bringen, müsste man natürlich eine Studie machen. Und nun hat man das Glück, dass ich eben meine iranischen Freunde habe, dass wir da eine Hochkonjunktur hatten. Ich hatte einen befreundeten Lungenarzt, ne, der eine Lungenklinik hat. Ja, und dann habe ich mir 5 Koffer eingepackt von dem Set, habe mein Visum gemacht und ruckzuck, das ging auch eigentlich sehr anstandslos, und bin dann dorthin geflogen, weil ich wollte es eben selbst machen, ich wollte die Patienten selbst sehen, ich wollte die Ärzte auch instruieren, dass sie so alles richtig machen. Und wir haben dann in einer ersten Pilotstudie 20 Patienten, aber nur in den ersten beiden Stadien, nicht die beatmungspflichtig waren. Ne? Also ich war auch in der Uniklinik und habe mit den Professoren da gesprochen, aber sagen wir mal, in diesen Spätstadien wollten wir die Leute nicht behandeln. Wir wollten ja eine Therapie aufbauen, die verhindert, dass man in dieses Stadium kommt. Ja? Mhm. In den ersten, wo man gerade infiziert ist, Stadium 1, noch keine Symptome, wo man vielleicht nach 5, 6, 7 Tagen die ersten Symptome kriegt, aber noch nicht schwer krank ist. Das sind so die ersten beiden Stadien, bevor man dann Sauerstoff braucht und alles andere kommt. Darauf zielte diese Therapie ab, weil da das Virus ja eben auch noch lokal nur ist, vielleicht auch schon im Blut, haben wir schon drüber gesprochen, aber immer noch die Viruslast relativ gering ist. Ne? Und das war der Sinn. Und ja, und wir haben dann 20 Patienten behandelt. Das muss man sich vorstellen. Das war wirklich, dort haben mir gesagt, du bist lebensmüde. Ne? Ich habe in einem 20 Quadratmeter Raum mit 10 hustenden Corona-Patienten gesessen, die noch nicht mal eine Maske auf hatten, weil sie ja behandelt wurden. Und die Kollegen sagten, wir haben es alle durch, wir sind alle infiziert. Ich habe es nicht bekommen, weil ich diese Therapie über Abend selber im Hotel gemacht habe, sonst wäre mein Test auch nicht negativ, sonst wäre ich vielleicht heute noch da. Also,
Und ich wollte die Patienten auch beobachten, klinisch beobachten, wie schnell die besser werden, nicht nur auf Laborwerte vertrauen. Ich sage immer, das war es eins meiner schönsten Erlebnisse in meinem Medizinerleben. Und das ist ja schon relativ lange. Wenn man Patienten da hat, die zum Teil auch schon richtig krank waren, manche konnten schon kaum mehr schlucken und alles, ne, aber sie waren eben noch nicht sauerstoffpflichtig. Und wenn man diese Patienten dann behandelt und die kommen nach ein, zwei Tagen, sieht man sie wieder und die kommen rein wie das blühende Leben. Das war für mich ein Erlebnis, wie ich es nie gehabt habe. Und die waren alle nach 5, 6 Tagen, rief mich das Labor nachts an, waren die Tests ruckzuck alle. 80% der Tests waren negativ. Also das war ein Schlüsselerlebnis und wir haben dann eine 20er Kontrollgruppe gemacht, die wir nur getestet haben. Die haben halt ihre konventionellen Medikamente genommen und da hat sich zum Beispiel, da hat sich eben nichts getan. Ja, und Konventionelle Medikamente heißt? ja, also symptomatisch fiebersenkende Mittel und was man halt so gibt, ne, auch bei Grippe. Auch, aber keine, also nicht mehr Remdesivir oder solche Geschichten, also einfach nur Aspirin und vielleicht Ibuprofen und ein bisschen was gegen Husten, was halt so verfügbar ist, ne? Okay. Und die Kontrollgruppe, die, wie war das dann im Vergleich? Also die Kontrollgruppe, man muss vielleicht nochmal sagen, wir haben ja jetzt nicht nur die Patienten beobachtet und wir haben gesagt, wir machen Test positiv, negativ. Den Test kann man ja viel diffiziler gestalten. Ne? Die Frage ist ja immer nach der sogenannten Viruslast. Ne? Ja, wir wissen ja, wenn die Viruslast hoch ist, dann habe ich natürlich eine große Chance, dass ich schwer krank werde. Ne? Ist die Viruslast niedrig, dann genese ich vielleicht auch eher. Und das wissen wir aber nicht. Ne? Wenn ein Patient heute zum Test kommt und der ist positiv, weiß ich erstmal nicht, wie hoch ist sein Risiko, wie hoch ist die Viruslast. Ne? Und die Viruslast kann man ja messen in so einem Abstrich. Ich muss das mal ganz kurz erklären. Da wird ja die RNA gemessen von dem Virus und die ist in dem Testabstrich erstmal ganz gering. Das heißt, ich könnte die noch gar nicht messen. Jetzt gibt es Methoden im Labor, wo man diese RNA sozusagen verdoppelt, ja, und dann habe ich mehr Material und ich kann sie nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln und wenn ich sie, sage ich mal, 20, 25 Mal verdoppelt habe und sie wird nachweisbar, dann ist die sehr, sehr hoch. Wenn ich nämlich 30, 40, 50 Mal verdoppeln muss, damit ich überhaupt was zum Nachweisen kriege, ist die Viruslast gering. Das ist also genau gegensätzlich, ne? Ja, das ist der Und berühmte CT-Wert CT-Wert. vom PCR-Test. Genau. Das wissen wir jetzt mittlerweile für so ungefähr alle. Der Ja. Cycle Threshold. Und den haben wir gemessen. Und wir haben eben in der Kontrollgruppe gesehen, dass dieser CT-Wert praktisch konstant blieb die ganze Woche, also sich nicht gebessert hat. Und der Behandelten ging der eben immer höher, bis er dann so über 40, 50 und wird der Test eben negativ. Ne? Und dann war es natürlich auch noch so, in der Kontrollgruppe sind eine ganze Reihe im Krankenhaus dann gelandet, zwei auf Intensivstationen. Und eine, muss ich unglücklicherweise sagen, war auch noch die Frau eines Kollegen, die kleine Kinder hatte und die musste ins Krankenhaus, ist sogar noch verstorben. Und ihr Ehemann, sehr bekannter Arzt, wurde auch krank und den haben wir dann aber behandelt und der war ruckzuck wieder gesund. Nicht? Das sind auch so Erlebnisse, die mich sehr tief betroffen haben, muss man sagen. Ne? Wir haben allerdings in der Zwischenzeit eine weitere Studie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Wir haben ja jetzt nochmal 100 Patienten gemacht. Und diese Studie ist jetzt abgeschlossen und ich habe gerade mit Statistikern dran gearbeitet. Ich will hoffen, dass ich die in eine der besten Zeitschriften wie Lancet oder Science reinkriege. Die ist fertig zur Publikation. Dann haben wir insgesamt 140 Patienten zusammen. Ich wollte einfach eine höhere Validität haben, denn jeder wird sagen, naja, 20 Patienten, nicht? Das sind Zufallsbefunde. Und es ist aber so, dass ich jetzt mit der größten Anzahl die ganzen Ergebnisse bestätigt haben. Und wir machen eine weitere Studie, hat mein Sohn Robert jetzt initiiert an der Universitätsklinik in Mexiko. Da kommen dann auch wieder 100 dazu, sodass das Ganze eben auch valider wird und eine größere Glaubwürdigkeit, also Credibility, wie man so schön sagt, im Englischen hat. Ne? Aber die Daten haben sich definitiv bestätigt. Ich habe das von sehr guten Statistikern auswerten lassen und werde ich dir auch dazu schicken demnächst. Und ich hoffe, dass wir sie in eine der besten Zeitschriften eben auch unterbringen können. Ja, okay, viel Glück dabei. Wurde denn die Gruppe, die jetzt die photodynamische Therapie bekommen hat, wurden die auch noch anderweitig behandelt oder? Nein, nein, definitiv nicht. Okay, also traditionelle Behandlung, aber leichte Behandlung sozusagen versus photodynamische Therapie und dann wesentlich, ja, wie genau war der Erfolg in Zahlen so ein bisschen?
der Erfolg bei der, welcher Gruppe jetzt? Bei beiden oder? Nee, ja, bei eurer Gruppe, also bei der PDT-Gruppe. Bei der PDT-Gruppe hatten wir einen negativen Test nach 5 Tagen von 80%. Das heißt, der CT-Wert war da schon über 50, war also nicht mehr nachweisbar. Und der Rest, die restlichen 20%, war der CT-Wert über 35 bereits angestiegen. Die waren also, wie man so schön sagt, aus dem Schneider. Das heißt, eigentlich hat man eine Erfolgsrate und ist auch keiner von gestorben von 100%, knapp 100%, muss man so sagen. Ne? Und das Gleiche hat sich auch bei den nächsten 100 Patienten, die jetzt fertig sind, auch so bestätigt. Wir haben auch natürlich neben den CT-Werten natürlich auch die klinischen Symptome gemessen. Ne? Angefangen von Fieber, Husten, Brustschmerzen, Fatigue, also Müdigkeitssyndrom. Also gab es eine ganze Reihe eben auch von klinischen Symptomen. Wir haben die in der zweiten Studie erst, in der ersten haben wir es nur so ja, qualitativ gemacht. Letztes Mal haben wir es auch quantitativ gemessen auf einer richtigen Skala. Und wir haben gesehen, dass sich eben auch die klinischen Symptome gewaltig verbessert haben, außer Verlust von Geschmack und von Geruch. Das hatten eigentlich alle, in allen Gruppen hatten das und das war auch bei allen noch nachweisbar. Und da sieht man vielleicht auch, dass so diese neurologischen Schäden doch einfach auch mehr Zeit brauchen, ne, zum Regenerieren. So ein Husten geht schnell weg und Halsschmerzen. Und deshalb, wie gesagt, ist es ja auch so wichtig, wir haben ja auch diese Laseruhr eingesetzt, nicht, weil wir eben heute wissen, diesen systemischen Befall der Organe, dass wir eben, wenn eben das Virus als Komplex mit dem Riboflavin im Blut sozusagen zirkuliert und dann an der Uhr sozusagen vorbeigleitet, dass es dann den Schuss kriegt und bumm, und zerstört wird und zerbricht. Ne? Und deshalb, und man weiß ja, die Viruslast im Blut, das ist ja alles schon gemessen worden, die Viruslast im Blut ist relativ gering, aber es reicht natürlich, um dann in die Organe sich auszubreiten. Deshalb ist eben diese Uhr so wichtig, dass man eben auch im Vorfeld diese systemischen Wirkung eben behandelt. Und es gibt ja jetzt sogar neue Studien, die zeigen, dass manche Leute kaum Symptome haben, ja, auch gar nicht wirklich krank werden, aber haben die neurologischen Schäden am Gehirn hinterher, nicht? Also da ist das Atemwegszentrum vielleicht, sage ich mal, stark genug, mit lokalen Immunglobulinen das Virus abzutöten, aber über den Blutweg verbreitet sich doch und diese Schäden kommen dann hinter. Deshalb ist diese Kombination von lokaler und systemischer Behandlung ebenso wichtig. Okay, also ich meine, lokal die größte Viruslast hat man ja dann wahrscheinlich erstmal so im Mundrachenraum, Nasenraum. Ja. Yeah. Und also das Ziel von der Behandlung ist eigentlich so, diese Viruslast quasi zu reduzieren, sodass der Körper halt mit seinem eigenen Immunsystem da wieder der Lage Herr werden kann, sozusagen. Richtig. Ne? Genau. Richtig. Okay, also da muss man. Da würde ich aus so Sachen, was du sagst, das Zink und diese schönen Sachen, klar, das würde ich alles dazugeben. Ne? Wir haben ja auch, wie gesagt, dann diese natürlichen Dinge, ne, und die ja auch helfen. Ne? Und die in Zusammenarbeit sozusagen mit dem Licht, ne, da wirkt das natürlich alles noch viel besser. Also ich bin jetzt kein Gegner von, ganz im Gegenteil, ich bin ja auch Naturmediziner und liebe auch diese ganzen Methoden. Und ja, aber eins wollte ich vielleicht nochmal sagen, wir müssten nochmal über das Thema Impfung reden. Ich habe ja eben schon mal ein bisschen was über die Probleme mit der Grippeimpfung gesagt. Ne? Und wir wissen ja alle, das größte Problem, was wir heute haben und was wir haben werden in naher Zukunft, sind diese Mutationen, damit wir nicht auf der gleichen Welle landen mit 10% oder 15% Effektivität wie bei der Grippe. Ja, das, und es ist ja so, die Impffirmen sagen zwar, ja, wir können die Impfen zwar anpassen, klar, ne, aber das geht auch nicht in 2 Wochen. Und wenn wir jetzt im Frühjahr machen, wir jetzt schon die nächste Grippe irgendwo für den nächsten Winter. Ja, und wir wissen überhaupt nicht, welche Mutationen wir im nächsten Winter haben. Das ist ja immer das größte Problem. Und wissen Sie, ich bin kein Querdenker und auch kein Impfgegner, im Gegenteil. Ne? Aber wir haben das Problem, es gibt ja kluge Leute, die sagen, wir machen uns erst das Problem selber. Wenn wir bei hohen Infektionszahlen, die wir ja haben, eine Massenimpfung durchführen, ja, dann richtet sich die ja erstmal gegen das Originalvirus, was wir am Anfang hatten, was wir jetzt schon gar nicht mehr so viel haben, ne, durch diese ganzen Varianten. Und wir machen natürlich eine Riesenlücke dann auf einmal auf. Ja? Und in diese Lücke schlüpfen dann die Mutationen. Das heißt, wir machen den Weg frei für die Mutanten sozusagen, die sonst gar nicht vielleicht hochkommen. Deshalb gibt es kluge Leute, die
die sagen, ob das alles so klug ist, was wir machen. Ne? Also wie gesagt, ich bin kein Gegner und ich will auch keine Position vertreten, aber wir üben auch einen gewissen Selektionsdruck aus auf die Viren. Schauen wir zum Beispiel in den Krankenhäusern, da wird desinfiziert und Antibiotika ohne Ende, die wir massenhaft auch als Hausärzte verordnet haben über die ganze Jahre. Wozu hat es geführt, dass wir uns Bakterien gezüchtet haben, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft? Ne? Ja, und daran sterben sich Leute. Und wenn man da eine Infektion hat, was auch immer, wie gefährlich die ist, und kommt dann in ein Krankenhaus und stirbt, dann kann das vielleicht auch sein, weil man dort Erregern ausgesetzt ist, die dann on top sozusagen auf die bestehende Infektion kommen, die einen dann, wenn man dann bereits sowieso, ich sag mal, gesundheitlich geschwächt ist, dass man dann halt quasi einem das den Todesstoß versetzt. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ne? Klar, Impfungen werden propagiert, ist ja auch alles gut. Da wird natürlich auch viel Geld dran verdient. Ne? Ich sage mal, für unsere Therapie interessiert sich gar kein Pharmaunternehmen. Ne? So ein paar Kapselchen Riboflavin, was für ein ganzes Jahr reicht, das kostet vielleicht 20 Euro oder so. Ne? Oder 30, 40 Euro. Aber das ist ja nichts. Ne? Aber an diesem ganzen System kann ja keiner wirklich Geld verdienen. Und hier, aber da über die Sachen, da geht es natürlich um Milliarden, sogar Hunderte von Milliarden. Also da sind sicher auch viele Interessen im Spiel. Ich will, wie gesagt, gar keine Position vertreten. Ich will nur mal so die Probleme ein bisschen umreißen, über die man auch nachdenken muss, was möglicherweise auf uns zukommt. Wir wissen es ja alle nicht. Aber ich sage es nochmal, umso wichtiger ist es, dass wir so eine simple Therapie haben, die jeder selber zu Hause durchführen kann mit seiner ganzen Family, die nicht viel kostet und die uns einen unglaublichen Schutz gibt, unabhängig von diesen ganzen anderen Maßnahmen, die wir diskutiert haben. Ja, genau. Lass uns das Impfthema mal, das i-Thema mal weglassen, weil ich habe schon einen Strike bekommen bei YouTube. Der nächste kommt dann sofort, weil wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, wo man seine Meinung einfach frei äußern kann. Nein. Ich wollte nur mal so ein bisschen diskutieren. Ich bin absolut kein Impfgegner. Ich denke auch, dass die Impfung gut ist, dass wir sie brauchen. Wir müssen ja irgendwo aus der Krise rauskommen, um Gottes Willen. Aber das sind ja Diskussionen, die man auch im Fernsehen immer wieder sieht. Das ist ja jetzt nicht meine Position oder so. Ich wollte damit nur herausheben, dass wir eine Therapie anbieten, die eben eine Therapie ist und keine Prävention. Ne? Genau. Okay. Und ab wann muss man denn damit anfangen? Also das macht für mich auf mich den Eindruck, oder ich denke, dass da muss man sobald man quasi ein Symptom hat, sofort oder vielleicht sogar den Verdacht hat, dass ich sage, okay, also ehrlich gesagt, ich würde mich auch von 10 Leuten, die egal welchen Erreger gerade haben, anhusten lassen, wenn ich alles richtig mache in meinem Leben, was auch nicht immer der Fall ist, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte ich sagen, da können die mich anhusten, wie sie wollen, da kriege ich nichts. Ja? Also da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wenn ich total unter Stress stehe, scheiße geschlafen habe und noch auf einer Party oder irgendwas war, dann, das merkt man ja auch manchmal. Also wenn man mal eine Flasche Wein trinkt, dann hat man am nächsten Tag schon quasi so grippeartige Symptome. Ne? Also man kann sehr schnell mit bestimmten Maßnahmen sein Immunsystem enorm schaden. Nur eine Nacht, ein, zwei Stunden zu wenig geschlafen, hat einen enormen Einfluss auf das Immunsystem. Ne? Also definitiv. Dramatisch. Ja? So, das heißt, wenn ich alles in meinem Leben richtig mache, habe ich da sowieso gar keine Sorgen. Aber wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ich war mit jemandem zusammen, der hatte offensichtlich schon eine Grippe oder Corona oder was auch immer, oder ich bekomme jetzt erste Symptome, das merkt man ja oft ganz schnell auch, ne? Das geht da zack, zack, und dann merkt man schon so, irgendwas, da fängt irgendwas an zu kribbeln. Wäre das der Moment, wo man eigentlich dann sofort mit der Therapie beginnen sollte? Ja, definitiv. Also das ist etwas, ich habe das ja, man probiert ja selber viel aus an sich selber und mache immer meine eigenen Therapien auch an mir selber. Freue mich, wenn ich mal einen Schnupfen kriege oder so, dass ich es ausprobieren kann. Also ich habe gemerkt, wenn man zum Beispiel mal so einen Schnupfen kriegt, ne, fängt so ein bisschen an mit Kribbeln in der Nase, die Nase wird ein bisschen zu und so, das sind ja die ersten Symptome, dann muss man es machen. Und dann ist es in der Regel am nächsten Tag wieder weg. Wenn der Schnupfen erstmal 3 Tage durst und alles ist geschwollen und die Nase läuft und dann und also alles schon richtig entzündet ist, dann kann ich zwar auch die Viren vielleicht abtöten, aber es dauert wesentlich länger. Es dauert länger. Ne? Dann ist es natürlich systemisch auch schon, also dann ist es ja quasi richtig eingedrungen. Ne? Man will ich sag jetzt mal, den Dieb ja schon am Eingang erwischen sozusagen wenn er schon alles leer geräumt hat. Ja, und wenn ich so einen Schnupfen kriege, das gerade an, ist die Viruslast ja eben auch noch gering. Ne? Bevor der ganze Körper eben mit Schwellung und Fieber oder was weiß ich reagiert, da muss ich wirklich sagen,
wenn ich wirklich die ersten Symptome habe, wir reden jetzt nicht nur über Corona, auch über alle möglichen Erkältungen und was uns alles so anfällt im Laufe des Jahres, kann man das wirklich wunderbar frühzeitig behandeln. Nun ist es ja bei Corona natürlich auch wieder so, dass die ersten Symptome oft erst 5 bis 7 Tage später kommen, ne? Also nicht gleich am Anfang. Und die Frage ist, ich weiß es ja oft nicht. Ich will mal so sagen, wenn ich heute auf eine Party gehe oder so, gut, im Moment geht es eh nicht, aber vielleicht später, und man hört nächsten Tag, okay, da war einer infiziert da, ich habe mich möglicherweise angesteckt, ich weiß es ja nicht, ne? Müsste ich jetzt erst einen Test machen oder mehrere Tests machen, dann würde ich sagen, da mache ich präventiv meine Behandlung und fertig, ne? Da kann ich sicher sein. Oder wenn ich jetzt, ich fliege jetzt am Wochenende wieder ein paar Tage nach Dubai, und wenn ich zurückkomme, weiß ja nicht, ob im Flieger da irgendwelche Leute waren oder so, dann mache ich meine Therapie und fertig, ne? Und dann weiß ich, da ist mir nichts passiert. Also das kann man dann schon präventiv machen. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich jetzt wirklich was kriege, lass einen Test machen und der ist positiv, ne? Ich bin aber noch nicht krank, dann sofort dran. Und dann würde ich das gleich 5 Tage hintereinander machen, ne? Also das wären so die Einsatzgebiete, ne? Unter welchen Bedingungen man das empfehlen könnte. Mhm. Okay, gut. Ich sehe, wir schaffen auf jeden Fall noch einen dritten Teil. Also müssen wir, weil wir wollen ja jetzt erklären, wie das Ganze richtig funktioniert. Okay. Aber so ein System muss man dann auf jeden Fall schon zu Hause haben, weil ich kann, ne, das sind halt solche Dinge, da geht es halt um die Zeit. Ne? Da kann ich nicht erst bestellen, wenn ich schon Symptome habe, sondern es muss quasi zu Hause sein, so als medizinischer Werkzeugkasten sozusagen. Gut, ja, ich würde dann auch mal ganz kurz verschwinden. Ja, aber Moment. Also danke, dass du dabei warst. Und okay. Einmal zur Toilette. Und wir quatschen den dritten Teil weiter. Okay. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Michael Weber. Hallo Michael. Hallo, grüß dich. Hallo. Du übrigens... Das Wort, nachdem ich im zweiten Teil so gerungen habe, das mit den Bienen, das ist Propolis. Okay. Also das sind die beiden Substanzen, Zinkacetat, solche Lutschtabletten und Propolis, wo ich auch schon Erfolge mit gehabt habe. Aber da muss man sich das auch dann quasi alle 2 Stunden sozusagen geben. Und wenn man es nicht durchhält, ich habe da schon Erfolge mit gehabt, das wirklich dann gebremst. Man merkt das dann auch so im Tagesverlauf, man merkt so, man wird kränker, dann nimmt man das, das ist wieder besser und dann irgendwann wieder schlecht, dann nimmt man es. Also ja. schon ganz witzig, wie schnell man sowas auch merken kann. Ja, lass uns mal wirklich ins Detail gehen. Wie sieht denn jetzt die Therapie wirklich aus, genau? Also die Therapie ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ja so ein Package, ne? Und in dem Package ist ja diese Uhr mit drin und diese Nasen- und Mundadapter mit diese Uhr, Blau. Ja, ich zeig's mal kurz, da haben wir schon ein paar Mal drüber gequatscht. Genau, der Nasenadapter hat ja auch Blau und UVA mit 447 Nanometer Blau und 375 UVA, was schon neuer Nasenadapter, richtig? Ja, der hat, wie gesagt, an einer Seite UVA-Licht, 375, an der anderen Seite Blaulicht. Nun sind da natürlich nur 2 und das muss man dann nach 10 Minuten dann einmal auch nochmal wechseln und umdrehen. Ne? Den Mundadapter, der hat 28 Dioden drin, der strahlt nach oben, nach unten, zur Seite und auch nach vorne, der ist auch gebogen, strahlt runter bis zum Kehlkopf und der hat, wie gesagt, 2x14 drin von den beiden verschiedenen Farben. So, wie das Ganze technisch vor sich geht, ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt also immer zum Essen, weil Riboflavin wird nur an der kleinen Stelle im Darm resorbiert. Und wenn ich es nüchtern nehme, dann rutscht das zu schnell durch. Man soll es immer zu einer Mahlzeit nehmen. Dann ist die Passage verlangsamt, sagen wir mal zum Frühstück oder so. Und man nimmt eine Kapsel ein. Und dass die gut resorbiert wird, das sieht man auch nach 2, 3 Stunden, wenn man mal zur Toilette geht, ist der Urin wirklich richtig schön dunkelgelb, ein bisschen grünlich. Die B-Vitamine. Ne? Wie viel muss man da nehmen ungefähr? 100 Milligramm. Haben wir uns entschieden. Warum so viel? Naja, erstmal ist es natürlich völlig unschädlich. Alles, was zu viel ist, wird ausgeschieden über den Stuhlgang, ne? Und ist völlig unschädlich. Und man weiß aus Studien, dass ungefähr, sagen wir so, 30 Milligramm resorbiert werden, ne? Der Rest wird ausgeschieden. Wir haben einfach gesagt, weil es gehen wir ein bisschen über die Grenze, dann haben wir die Sicherheit, dass wir auch wirklich genug Resorption haben, weil wir auch nicht wissen, wie viel der Patient nun dazu gegessen hat. Das wäre die Kapsel. So. Okay, so, weil hier in meinem 360 Vital sind 25 Milligramm Riboflavin drin. Wird das... Ja, dann ist mal die Frage, ist es reines Riboflavin oder ist es Riboflavin 5-Phosphat?
Weißt du, musst mal schauen, was in deiner drin ist. Das müsste 5-Phosphat sein, aber das muss ich jetzt erstmal hier. Das ist so Weil eine das lange Liste. 5-Phosphat wird 10-mal besser resorbiert als das normale Riboflavin. Und das 5-Phosphat wird dann sehr schnell dephosphoryliert im Blut zu der aktiven Form. Ja, also 5-Phosphat ist einfach wesentlich besser löslich. Man sieht das schon, wenn man so Kapseln im Wasser auflöst, das löst sich sofort. Ne? Ja, wir haben eigentlich nur die aktiven Formen verwendet. Ich finde das jetzt gerade nicht. Das Also ist. ist auch okay. Ne? Also ich denke, auch 25 Milligramm werden wirken. Nicht? Aber wir haben gesagt, wir gehen einfach. Das macht ja am Preis praktisch nichts. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass das 100 Milligramm jetzt viermal mehr kosten würde als das 25. Die Preise sind praktisch gleichwertig. Okay, also Ne? ihr habt aber gesagt, sicher ist sicher sozusagen. Aber der Körper kann eh nur bis zu 30 Milligramm Genau, das ist absorbieren. sehr gut untersucht. Ne? Diese sogenannte Pharmakokinetik, wie man das nennt. Ne? So, also ich nehme meine Kapsel ein zum Essen und dann wartet man erstmal eine Stunde, ne? Bis das dann gut resorbiert ist. Und dann nehme ich eine zweite Kapsel. Und die kann man ja sehr schön öffnen, ne? Die braucht man nur auseinanderziehen und gibt das Pulver in ein Glas rein und einfach Wasser drauf. Ein normales Glas Wasser, 200 Milliliter. So, das ist die Lösung für die lokale Anwendung. Jetzt kann ich, jetzt haben wir in dem Set so eine kleine Nasensprühflasche drin, ne? So wie das Nasenspray, was man bei Schnupfen nimmt. Und da fülle ich einfach diese Lösung rein, da geht so 20 Milliliter rein und das kann ich dann sehr schön machen. Da sage ich mal dreimal in jedes Nasenloch schön rein. Man sieht das auch, es geht hoch, das läuft dann hinten wieder runter, richtig bis zum Rachen. Okay, das geht natürlich mit 360 Vital nicht. Es ist übrigens Riboflavin 5-Phosphat drin, aber da habe ich natürlich noch Okay. 56 andere Sachen drin, die will ich mir nicht unbedingt alle in die Nase spritzen. Na gut, und dann kann ich natürlich in dem Glas, das kann ich gurgeln, ne? Kann ich schön meinen Mund richtig schön ausspülen. Ich kann es auch trinken, wenn ich will. Ne? Das ist richtig schön hinten. Ich trinke das immer aus, das Glas nach dem Gurgeln, dann läuft das hinten runter. Es schadet mir ja nicht. Ne? So, gut. Ich habe also jetzt gesprüht und ich habe gegurgelt. Und das wissen wir ja auch aus der Forschung heraus, dass die Bindung an die Viren, die in der Oberflächenschleimhaut sehr, sehr schnell geht, innerhalb von Minuten. Also wir sagen mal, wir warten ungefähr 15 Minuten ab. Und wir können dann sozusagen als erstes, schon bevor wir jetzt anfangen mit dem Mund zu spülen, die Nase, können wir schon die Uhr anlegen. Ne? Es ist ja im Blut schon. Ne? Das heißt, ich kann jetzt schon die Uhr legen und stelle die auf eine Stunde, damit ich schön eine Stunde meine Blutbestrahlung mache. Ne? Es sind ja verschiedene Farben in der Uhr. Rot stimuliert das Immunsystem. Wir haben schon gesagt, blau regt das Riboflavin an. Blau öffnet auch die Mikrozirkulation. Grün bringt eine bessere Sauerstoffaufnahme. Gelb ist ja auch in der Uhr, wirkt entzündungshemmend. Das kann ruhig schon laufen. So, dann sprühe ich und spüle ich. Viertelstunde warten und dann packe ich einfach meinen Nasenadapter in die Nase und den Mundadapter. Das kann ich auch gleichzeitig machen. Da gibt es so ein Y-Kabel. Und beim Mundadapter mache ich es immer so, dass ich das schön ein bisschen bewege, mal unter, über die Zunge, mal schön weit nach hinten, drücke mir die Zunge ein bisschen runter, dass es schön tief in den Hals runterstrahlt. Das Ganze und mache ich 20 Minuten. Mein Nasenadapter wechsle ich nach 10 Minuten und das war's. Das kann ich gemütlich zu Hause machen, kann dabei Fernsehen gucken oder am Computer arbeiten. Also das behindert mich nicht groß. Und ja, es ist eigentlich eine ganz simple Therapie, was jedes Kind machen kann. Es gibt auch keine Altersbeschränkungen. Das kann ich von Baby an bis zu alten Leuten machen. Wie gesagt, es ist eine natürliche Therapie mit natürlichen Vitaminen, mit Licht. Ja. Damit kann ich also kein Unheil anrichten. Man muss dann nochmal dazu sagen, ist immer die Frage, gibt es vielleicht Nebenwirkungen oder so, wenn ich das zu lange mache, zu intensiv mache oder bei Kindern. Ich will nochmal kurz ausholen. Ich hatte im Anfang erst vor, das Ganze in den USA mit der FDA zu machen, weil ich da die kenne. Da haben wir ja unsere Geräte schon früher zertifiziert. Das ist dann bis zur obersten Behörde gegangen. Die fanden das auch sehr interessant. Auch die FDA suchte damals auch nach neuen Therapien. Aber dann kamen sofort Briefe, wo sind die Safety-Studien? Habt ihr Gewebestudien gemacht? Habt ihr Tierversuche gemacht? Schleimhäute untersucht? Gibt es Schleimhautschäden? Und just letztes Jahr im Juni, Juli kam eine fantastische Arbeit raus, weiß gar nicht, wo die gemacht wurde, Korea oder irgendwo. Eine unglaublich gute Arbeit, die haben Histologien gemacht. Mit Tieren, mit UVA-Licht, genau mit den Wellenlängen auch. Die haben Zellkulturen bestrahlt von Bronchialzellen und so weiter und haben nachgewiesen im Vergleich zu UVB, dass das UVA-Licht null Schäden macht. Und diese Arbeit kam eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Da hatten wir auch unsere Safety-Studie, auf die wir uns berufen konnten.
Und deshalb können wir heute sagen, und wir haben jetzt auch Erfahrung an zig Leute, 100 oder 1000 Leuten, es gibt definitiv keine Nebenwirkungen. Ich hatte auch erst Angst, naja, mit UV und Blau, 28 Dioden, vielleicht gibt es Brennen im Mund, ne, oder Schleimhautschäden oder irgendwas. Nie, definitiv nicht. Es gibt auch keine Meldung bis heute. Und wir haben das hier wirklich täglich gemacht. Ich habe das auch teilweise eine Stunde gemacht, um es einfach mal selbst auszuprobieren. Ich hätte sie auch nicht erwartet, die Nebel, aber man weiß ja nie, nicht, wenn man so neue Therapien macht, was auftritt. Und glücklicherweise haben wir bisher keine einzige Meldung über irgendwelche unangenehmen Wirkungen. Okay. Obwohl man natürlich schon dem Milieu, der Flora, die man ja auch im Rachen- und im Nasenbereich hat, natürlich dann schon zusetzt. Ne? Also das ist, ja, aber dauerhaft sollte man sowas, glaube ich, nicht machen, weil wir brauchen ja dieses Milieu. Naja, aber wir wissen ja zum Beispiel, ich sage nur mal ein anderes Beispiel, wenn wir Antibiotika nehmen, ne, für irgendwelche bakteriellen Erkrankungen, was sehen wir so oft im Mund oder im Genitalbereich? Ruckzuck wachsen die Pilze. Ruckzuck hat man ein Sohr, ne, also Candida-Hefepilze, die wachsen ja ganz schnell. Sobald die Bakterien weg sind, springen die sofort in die Lücke rein. Ne? Das ist ja genau das Problem. Das meinte ich. Und genau sowas haben wir nie gesehen. Nie. Okay. Ja, man hätte ja vielleicht erwarten können, dann gibt es vielleicht doch mal einen Pilzbefall im Mund oder so. Das ist nie aufgetreten. Und für mich auch schon klinischen Zeichen dafür, dass die Flora entweder nicht oder wenig geschädigt wird oder sich auch, und es ist ja nur eine ganz kurze Anwendung, und sich auch sehr schnell erholt. Ne? Also das Problem haben wir nie gesehen. Okay, gut zu wissen. Was gibt es denn noch für, gibt es da noch, also abgesehen von dem Effekt, den wir haben wollen, also die Viruslast zu senken, gibt es da noch andere positive Effekte davon? Naja, wir müssen ja, wir dürfen nicht immer nur eng das Fenster mit Corona sehen. Ne? Wir werden ja mit vielen Mikroorganismen konfrontiert. Ne? Und ich rede mal ganz besonders so von Nicht-Bakterien, Nicht-Viren. Da gibt es auch noch was dazwischen. Da gibt es die sogenannten Mykoplasmen. Es gibt die Chlamydien. Die finden wir zum Beispiel sehr oft auch bei schwachen Immunsystemen. Zum Beispiel Tumorpatienten sind sehr oft damit befallen. Es wird ja seit Jahren diskutiert, dass diese Atemwegsbeschwerden auch für die Arteriosklerose mitverantwortlich sind, für die Entwicklung von Koronarsklerose. Da gibt es viele gute Arbeiten, die das zeigen und mit denen wir vielleicht latent befallen sind. Ja, viele Organismen können sich auch halten. Denken wir mal an Herpes oder so. Ne? Die bleiben ja auch im Körper immer drin. Die kriegen wir nie weg. Und irgendwann brechen die wieder auf. Ne? Gürtelrose zum Beispiel nach Varizellen, ne? Nach Windpocken als Spätinfektion. Ja. Und wir werden natürlich durch diese systemische Behandlung eben auch diese Keime sehr schön mit erfassen mit dem Riboflavin. Riboflavin ist ja untersucht für etlich. Da gibt es so viel Literatur drüber. Mykoplasmen, Chlamydien. Viele, viele Virusarten, Hepatitis. Was mit Borrelien? Genau das Gleiche. Da gibt es sehr, sehr gute Untersuchungen mit Westnilfieber, mit Dengue-Viren. Das ist ein Riesenproblem. Ich bin ja viel in Thailand, ne, und Dengue-Fieber ist ja eine ganz schwere Erkrankung. Wenn man die mehrfach kriegt, wird sie oft auch tödlich. Da haben wir auch nichts gegen. Aber wir haben dafür auch eine Therapie. Wir können es dafür auch anwenden. Also ist eine Fülle was an Erkrankungen, was darüber hinausgeht. Und wir reden immer nur über Krebs, aber klar, es sterben immer noch Millionen und Abermillionen Menschen jedes Jahr an Infektionserkrankungen. Es sterben Millionen an Malaria. Mein Sohn Robert hat mit seinem Partner vor 10 Jahren eine Malaria-Studie durchgeführt, bei Falciparumab, bei den ganz schweren Formen. Wir haben nach 90% der Patienten waren frei nach einer Woche Behandlung. Und just now, jetzt startet eine neue Studie an 100 Patienten in Nigeria. Wir haben dort Kollegen, die unsere Gerätschaften haben, mit einer größeren Anzahl von Patienten. Also diese APDT, ich möchte das wirklich nochmal sagen, erweitern, das ist eine antimikrobielle Therapie und nicht nur antiviral. Ja, und das ist eben das Attraktive an dieser ganzen Therapie. Mhm. Ja, spannend. Muss ich ausprobieren. Einiges von dem, was wir genannt haben, habe ich nämlich auch laut Labor. Und da suche ich immer noch nach einer Lösung, zum Beispiel für meine, für
für meine Stimmprobleme, die ich habe. Und chronische Infekte können auch wieder über chronische Entführung auch zu Tumorerkrankungen führen. Da müssen wir auch mal dran denken, nicht? Klar, es gibt viele Ursachen für die Entwicklung von Krebs und wir haben 500.000 neue Krebsfälle jedes Jahr allein in Deutschland. Und da spielen chronische Infekte sicherlich auch eine ganz große Rolle. Und wenn wir diese Keime eliminieren können, das ist aber jetzt natürlich nur Spekulation, aber können wir möglicherweise auch über gleichzeitige Stimulierung des Immunsystems, natürlich auch über die Uhr, können wir möglicherweise auch eine gewisse Prävention für diese vielen Tumorerkrankungen haben, wie auch, was ich eben schon sagte, für die kardiovaskulären Erkrankungen, wo immer noch die meisten Leute dran sterben. Ich denke, da ist ein Riesen-Benefit. Und wir müssen natürlich noch erforschen und lernen in den nächsten Jahren über auch mehr Anwendungen, wo liegt dieser Benefit eigentlich? Da haben wir wirklich noch einen viel weiteren Benefit. Das sind Dinge, die wir auch noch gar nicht wissen, muss man sagen, ne? Aber ich sehe da eine Riesenoption. Okay, spannend. Kann man denn noch Immunität erreichen, wenn man sich damit behandelt? Naja, ich denke, ich sehe diese Therapie, aber also wenn ich jetzt wirklich einen positiven Test hätte, bin infiziert, dann sehe ich diese Therapie als, ich würde es mal lateinisch sagen, als Autoimmunisierung. Ne? Denn wenn ich die Keime zerbreche, kann der Körper daran ja einen Immunschutz aufbauen. Das ist auch etwas, was wir jetzt in der Folge bei den behandelten Patienten messen. Man kann ja die Frühimmunglobuline messen, nicht? Diese IgM, wie man sie nennt, ne? Immunglobulin vom Typ M. Die sind aber nach, sagen wir mal, 10, 14 Tagen wieder weg. Und dann gibt es ja die Langzeitimmunglobuline, die vom Typ G. Und die müssen wir jetzt natürlich nachverfolgen. Man kann auch bestimmte T-Zellen kann man untersuchen und kann dann Follow-up-Untersuchungen machen, welche Art von Immunität sich aufbaut. Ist das vergleichbar mit einer Impfung, ja? Oder ist es anders? Wie lange hält das an? Das sind diese ganzen Follow-up-Untersuchungen. Aber ich bin sicher, wir bauen über diese Therapie gleichzeitig auch eine Immuntherapie auf. Denn schau mal, wenn wir uns zum Beispiel gegen Tetanus impfen, ne? Was impfen wir denn? Sind ja keine lebenden Bakterien. Es sind geknackte, zerbrochene Bakterien. Und an diesen Membranstrukturen dieser zerbrochenen Keime sozusagen, kann der Körper seine Antikörper aufbauen. Und das ist ja genau das Gleiche, was wir mit dieser Therapie auch machen. Ne? Es ist also wie eine Art Autoimmunisierung, aber wie wirksam die ist, das ist etwas, was wir natürlich noch nicht wissen. Nicht? Aber schau mal, wenn du eine Grippe durchgemacht hast, bist du ja auch erstmal immun, ne? Meistens für ein Jahr. Du kriegst ja die Grippe normal nicht 2 Monate später wieder, im nächsten Winter vielleicht, weil die Immunität eben nur ein Jahr anhält oder so. Aber es gibt immer nach solchen durchgemachten Infektionen, gibt es ja auch erstmal eine Art Immunisierung. Und die Grippeimpfung hält ja auch immer nur ein Jahr vor. Ne? Das ist genau die gleiche Geschichte. Genau, deswegen, das will man ja dann auch haben. Also, man will ja nicht dann sich therapieren und dann immer wieder von Neuem sozusagen dem Risiko ausgesetzt sein. Okay, gibt es dann auch andere Möglichkeiten noch, wenn man jetzt so ein System hat, so ein bisschen größer gedacht, noch, dass man zum Beispiel andere Körperregionen, bei anderen Dingen, die man so hat, gibt es da noch andere, kann man da mit der Fantasie ein bisschen rangehen und ein paar andere Sachen noch behandeln? Ha, natürlich, klar, mit der Uhr kann man viele Sachen machen. Da haben wir ja schon im Detail drüber gesprochen. Nicht? Die Uhr hat ja viele Effekte. Nicht? Auf Aber mit dem Photosensitizer, dass man sich irgendwo was draufsprüht oder hast du da noch andere Ideen? Das sind Dinge, die man vielleicht noch untersuchen muss. Also wir reden jetzt über Infektionen und die meisten Infektionen kommen ja nun mal über den Respirationstrakt, über Nase und Mund in unseren Körper rein. Ne? Mhm. Über die normale Haut nehmen wir ja normale keine Keime ein. Ne? Und deshalb ist das natürlich erstmal der Fokus. Und wenn wir sozusagen alles, was wir über den Respirationstrakt reinkriegen, auch über die Nahrung natürlich, die ist ja auch nicht steril, ne? Die wir nehmen, ne? Haben wir natürlich schon mal ein Tool, sozusagen eine Eintrittspforte, die wir eben gut behandeln können. Ne? Wir benutzen ja, sage ich mal, in unserer Therapie die Lasertechnik auch für Hautkrankheiten zum Beispiel. Ne? Lichtschäden auf der Haut, Basaliome, Keratosen, was sich alles so entwickelt. Aknebehandlung, kann man wunderbar damit behandeln. Das sind noch Optionen für die Zukunft. Zum Beispiel die ganze Dermatologie könnte man sicherlich auch ganz gut damit behandeln. Man kann diese Adapter auch zur Bestrahlung benutzen. Wir haben ja auch so Lichtpads, ne? Die kennst du ja auch. Die ist ja bei der Uhr normalerweise dabei mit verschiedenen Farben.
wo man auch sehr schön Haut mit regenerieren kann. Man kann dann auch Photosensitizer-Cremes, die gibt es ja auch, einsetzen. Man könnte möglicherweise sogar das, vielleicht sogar das Riboflavin, vielleicht sogar eine kleine Creme unterbringen, könnte das auf die Haut geben und könnte es dann mit diesen Dingen. Da wird sicher noch einiges kommen, aber nun gut, das ist alles noch ein bisschen Entwicklung, aber es bleibt nicht dabei stehen. Ich denke, diese photodynamische Therapie kann man ja für unendlich viele Dinge einsetzen. Ich denke auch zum Beispiel an Autoimmunerkrankungen. Das ist ja auch so ein Feld, was ständig sich erweitert bei uns. Ne? Wahrscheinlich durch die ganzen Gifte in den Nahrungsmitteln. Und entwickeln wir ja immer mehr Autoimmunerkrankungen. Ne? Denk mal an die Morbus Crohn im Darm, Rheumaerkrankungen, Lupus und was es alles gibt. Ne? Und das wird ja auch immer mehr. Und wir wissen ja aus der Literatur, Autoimmunerkrankungen kann man auch sehr gut, wo das Immunsystem quasi verrückt spielt, greift eigene Körperstrukturen an, kann man auch ganz gut photodynamisch ausbremsen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man so generalisierte Autoimmunerkrankungen mit einer ähnlichen oder gleichen Therapie möglicherweise auch ausbremsen kann. Das ist etwas, aber da kann ich noch keine Ergebnisse vorlegen. Okay, also da ist auf jeden Fall noch Spielraum nach oben. Also gut, wir haben hier eine Therapie, die ist einfach, die kann man zu Hause machen, man muss nicht zum Arzt gehen. Gibt es ein Upgrade? Also einige Hörer haben ja auch schon die Uhr. Gibt's, so kann man das dann als Set dann sozusagen? Ja, wir haben das ganz bewusst so gemacht, wer ja schon so eine Uhr hat, der muss ja nicht die teure Uhr nochmal kaufen. Und wir haben ja so ein, ich sage mal, ich nenne das immer Corona-Koffer, ne? Das ist so ein kleiner Alu-Koffer und da ist eben alles drin. Uhr, Sprühflasche, Adapter, Netzteil zum Laden. Die neue Version, die wir jetzt haben an Uhr, die kann man sogar mit einer Powerbank machen. Dann ist man nicht mehr am Strom unbedingt, wenn man mal unterwegs ist oder so. Ne? Oder man kann sie auch während des Ladens betreiben. Also wer so eine Uhr schon hat, kann natürlich diese Adapter dafür an diese Uhr auch anschließen. Und kostet das natürlich entsprechend weniger. Ne? Okay. Also es gibt eine neue Uhr jetzt, sagst du? Ja, ich hab mir gedacht, nun gut, nehmen wir mal an, wir haben eine ganze Familie. Ne? Also es ist jetzt eine fünfköpfige Familie und die wollen sich alle behandeln. Und die ältere Uhr, die ist dann, sagen wir mal, nach 2, 3 Behandlungen ist die erstmal leer. Da muss ein paar Stunden wieder aufgeladen werden. Ne? Oder man ist unterwegs im Urlaub oder so, man hat vielleicht keinen Strom. Dann kann ich das wie mit dem Handy an eine Powerbank anschließen und kann das also längere Zeit benutzen. Oder ich kann auch die Uhr laden und während des Ladevorgangs benutzen. Das ging auch mit der älteren Uhr nicht. Ne? Also insofern, das sind dann so, sage ich mal, Erleichterungen, gerade auch so für die Mobilität, die wir gemacht haben. Aber die Uhr im Prinzip ist die gleiche wie vorher. Ja. Okay, also vom Laser und von den Leuchtdioden her, das ist das Gleiche. Alles das Gleiche, ja. Okay. Wir hatten mal 2019 nach unserem Interview darüber gesprochen, man könnte auch blaues Licht vielleicht mal im Ohrbereich einsetzen für Tinnitus. Dazu gesagt, ah, super Idee, da muss ich gleich mit jemandem drüber sprechen. Ne? Da gibt es aber noch nichts in der Richtung. Also das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja Nasenadapter schon länger mit Rot und Blau. Ne? So, die haben wir sehr erfolgreich eingesetzt, auch schon, sage ich mal so, für chronische Nebenhöhlenentzündung, Sinusitis und auch für allergische Erkrankungen macht sich der blaue und rote Adapter sehr gut. Aber fürs Ohr, da hast du recht, das haben wir eigentlich noch nicht gemacht. Aber wenn das einer haben will, Bescheid sagen. Also das kann ich in wenigen Wochen, ich nehme das jetzt nochmal auf und schreibe mir das auch nochmal auf. Ich will das haben. Okay, dann werde ich mir mal da 50 oder 100 Stück von hinlegen. Das können wir machen. Aber das muss ich mir nochmal notieren, sonst vergesse ich das wieder. Aber macht Sinn. Ne? Gut, wir haben jetzt ja die roten Adapter und ich sage mal die roten Adapter für die Ohren. Und die Uhr ist auch schon gut, aber Rot, vielleicht machen wir dann sogar rot-blau, eine Seite rot, eine blau und die kann man ja dann wieder wechseln. Sollen wir es so machen oder reine blaue? Wie möchtest du es gerne? Ja, das Rote habe ich ja schon, also für mich dann blau. Also es geht ja darum, da einfach die Mikrozirkulation quasi zu verbessern. Ja. Ne? Das war ja, so die Grundidee. Ja. NO. Was ist eigentlich mit Augen? Was ist denn da möglich? Ja, Augen, jetzt müssen wir natürlich besprechen, von welchen Augenerkrankungen reden wir. Ne? Ja gut, da gibt es natürlich viele. Von Makuladegeneration. Genau, wenn wir mal auf Makuladegeneration gehen, da gibt es ja gute Arbeit mittlerweile drüber, dass
die Makuladegeneration, speziell die feuchte Makuladegeneration, wo sich ja diese Wucherungen bilden, ne? Mit diesen Drusen, wie man das nennt, ne? Wo die Ärzte dann teilweise auch Spritzen in die Augen geben, ne? Wie dieses Lucentis und diese Sachen, die ja auch nur sehr begrenzte Wirksamkeit haben. Es gibt sehr, sehr gute Studien, die zeigen, wenn man die Augen mit, sagen wir, mit Low Power, also mit niedrig dosiertem Infrarotlicht behandelt, dass das sehr positive Wirkung auf die Makula hat. Also man könnte zum Beispiel, es gibt auch ein paar Geräte sogar im Handel, aber wenn man so eine Uhr hat, wer das möchte, ich habe mittlerweile auch entwickelt, die sind auch verfügbar, reine Infrarotpads. Ne? Die sind auch besser für die Schmerzbehandlung, weil Infrarot ja tiefer eindringt. Da sind 20 oder 25 Infrarotlaser, reine Laser drin. Und die kann man zum Beispiel gut auf Schmerzareale, aber die könnte ich zum Beispiel auch die geschlossenen Augen mit behandeln, mit einer sehr, sehr guten Wirkung auf Makula. Das ist sehr, sehr gut belegt. Ne? Also das ist ja eine der, ja, Makula leiden ja Millionen Leute drunter. Ne? Und das fängt ja auch früh an und schreitet fort. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr gute Prävention. Ist vielleicht auch nochmal ein guter Tipp, das vielleicht auch nochmal systematisch zu untersuchen, obwohl es dazu bereits gute Studien gibt. Bei mir fängt das so an, also fängt an, ist jetzt schon untertrieben, das geht ja schon eine Weile mit Weitsichtigkeit, also demnächst stehe ich hier mit Brille, wenn das so weitergeht, da fehlt mir nicht mehr viel. Und das hat eigentlich bei mir angefangen, seitdem ich hier intensiv bei Bio360 viel arbeite und viel vor dem Bildschirm bin. Ne? Also man könnte auch sagen, okay, jetzt ist dein Alter und so weiter, aber das kann ich dann da eigentlich festmachen. Dem Moment, wo ich angefangen habe, es war 8 bis 10 Stunden am Tag zu arbeiten, hat das sozusagen angefangen. Und da frage ich mich, gibt es hier eine Schädigung der Mitochondrien, auch im Bereich der Augen, und könnte man da nicht ein bisschen nachhelfen? Naja, wir haben, sag mal so, wir haben ja so verschiedene Strukturen im Auge. Jetzt haben wir gerade über die Makula gesprochen, ne, wo ja der gelbe Fleck ist, das zentrale Sehen. Da haben wir gerade schon mal drüber angesprochen. Nun haben wir natürlich, wenn wir älter werden, ne, dann wird die Linse trüb, ne, Katarakt. Ne. Und da gibt es, glaube ich, auch schon Untersuchungen, dass so eine Infrarotbestrahlung eben auch positiv auf die Kataraktentwicklung wirkt. Werden ja Millionen Leute dran operiert. Hinzu kommt dann natürlich der sogenannte Ziliarmuskel, der ja unsere Linse immer wieder in der Krümmung verändert. Nicht? Wenn wir noch jung sind, dann geht das wunderbar und der Ziliarmuskel und die Linse werden ja später starr und deshalb braucht man ja dann auch die Lesebrille. Das sind natürlich auch alles mitochondriale Degenerationen am Ende, nicht? Ganz klar, ne? Mit zunehmendem Alter. Und dann haben wir natürlich noch die Hornhaut, ne? Die kann sich natürlich auch trüben, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Augentherapie möglicherweise auf diese Strukturen sich positiv auswirkt, gerade über den Mitochondrienweg. Dann haben wir natürlich noch das Glaukom, ne? Da gibt es ja auch wieder verschiedene Formen mit dem erhöhten Augendruck. Also ich denke mal, das wäre ein sehr, sehr spannendes Untersuchungsfeld, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die systemische Wirkung mit der Uhr, Mikrozirkulation und dann vielleicht diese Infrarot-Lasertherapie einen großen Benefit haben könnte. Infrarot oder nicht Blaulicht? Nee, ich würde Infrarot nehmen. Infrarot. Infrarot hat eben eine wesentlich höhere Eindringtiefe. Blau weiß ich nicht. Also blau kriegte man jedenfalls nicht ins Auge rein. Ne? Blau hat ja nur so ein paar Millimeter. Ne? Also die Makula könnte mit dem Blau, gut, es wären Dinge, die man letztlich untersuchen müsste. Auf der Wir anderen haben Seite ja. waren wir immer vor dem Blaulicht und so, und ganz, dass auch gerade das die Augen kaputt macht, aber. Ja, das ist es nämlich. Ne? Wenn Blau natürlich konzentriert sich ja relativ in den Oberflächenschichten, wobei Infrarot sich viel besser in der Tiefe verteilt, da muss man mit dem Blauen schon aufpassen, denke ich. Ne? Und Infrarot haben wir ja einen großen Benefit. Du kennst ja auch unseren Laserhelm, ne? Gegen Demenz und so, ne, der übrigens weltweit jetzt zirkuliert, wo es super gute Ergebnisse gibt. Das ist auch wieder Infrarot, weil man da eben auch durch knöcherne Strukturen bis ins Gehirn reinkommt, was mit dem Blau natürlich nie funktionieren würde. Ne? Ja, was ihr braucht, so eine Brille. Ja. Für die Augen. Aber das ist sicher ein interessantes Feld, aber da wäre ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Also Infrarot bei Makula, das kann man machen. Da gibt es Untersuchungen, Studien und auch Dosis. Da kann man ja auch, Infrarot geht eben auch durchs geschlossene Auge durch. Also wenn ich einen Lidschluss habe, Infrarot geht da durch. Blau würde nicht durchgehen. Ne? Ja.
Ja, spannend. Ich finde das super. Ich bin eigentlich ein Fan von dir, muss ich sagen. Ja, mit Licht, Vielen Dank. das ist einfach eine neue, also so neu ist es ja gar nicht mehr, aber das ist, also eigentlich ist es natürlich uralt, aber man kann so viel da machen. Ich finde das absolut faszinierend mit so einer nicht invasiven Technik. Ich meine, du hast auch invasive Methoden auch. Habe ich auch Naja, schon ausprobiert. der Körper ist aus Licht gemacht, ne? Das wissen wir alle, ohne Licht gäbe es kein Leben. Der Körper ist aus Licht gemacht und alle Strukturen, die wir im Körper haben, in allen Zellen, in allen Mitochondrien, sind im Licht entwickelt und sind deshalb auch irgendwo lichtempfindlich und durch Licht beeinflussbar, ne? Und wenn wir heute sind wir ja so schlau und so weit fortgeschritten, dass wir eben zum Beispiel mit der Photospektrometrie die Wellenlängen messen können, was bestimmte Strukturen im Körper, und dann haben wir auch eine Möglichkeit, mit diesen Wellenlängen speziell zu arbeiten, um Strukturen Ja, ich habe zu die, stimulieren oder inhibieren, nicht? ich habe die Romina, wie heißt die nochmal? Kennst du die bestimmt? Romina, so eine, aus Bulgarien, glaube ich, kommt die, habe ich interviewt, genau zu diesem Thema. Ja. Das ist ein schwieriger Name, weiß ich, komme ich gerade nicht drauf. Ja, genau, sie misst das sozusagen und mit dieser Fotospektro, wie heißt es? Photospektrometrie, ja. Metrie misst das und man kann dann sozusagen auch mit dem Gegenimpuls quasi auch anfangen, Krankheiten zu behandeln und so weiter. Also Ja. da geht vieles sehr, sehr spannend. Genau. Mina Tschenkowitsch oder Tschenkowa oder so ähnlich, glaube ich, heißt sie. Licht hat halt die Eigenschaft, mein Licht ist ja nur ein Teil des sogenannten elektromagnetischen Spektrums, ne? Und das fängt ja schon bei Röntgenstrahlen an, mit ganz kurzen Wellenlängen sind halt gefährlich, geht bis in den langen Wellen, bis in den Meter-, Kilometerbereich, Radiowellen, Fernsehwellen. Wir sind ja von so viel Wellen umgeben, ne? Ich denk mal, wir könnten diese Wellen, die wir in einem Raum haben, ja, das sind ja hunderttausende Handyfrequenzen, alles ist um dich herum und schlägt auf deinen Körper ein sozusagen. Wenn wir die alle sehen könnten, wir würden alle wahnsinnig. Wir wären morgen in der Psychiatrie. Wir können eben froh sein, dass wir nur dieses kleine Spektrum sehen, übers Auge. Das heißt aber nicht, dass diese anderen Wellen nicht auch auf den Körper, das sind alles Einschläge, denen wir ausgesetzt sind. Und ich finde es immer so faszinierend, dass wir das überhaupt abkönnen, ne? Dieses irrsinnige Wellenspektrum, was auf uns niederprasselt. Aber das hat auch seine Wirkung natürlich, ne? Ganz klar. Und na gut, jetzt kann man natürlich das viel weiter noch führen, was da alles passieren könnte. Das geht hin bis zum Elektrosmog und was es alles gibt, nicht? Aber ich sage es nochmal so: Es ist schön, wenn wir gewisse Wellen kennen, die wir auch einsetzen können, um auch unsere körperlichen lichtsensiblen Strukturen auch zu stabilisieren, ne? Und vielleicht dann auch gegen alles andere, was auf uns so tagtäglich einströmt und uns schädigt dann am Ende. Okay, gut. Jetzt habe ich gar nicht mit dem Robert drüber gesprochen, ob wir da auch einen Gutscheincode für machen können für das Kit, den wir ja haben, für den Helm und auch für die Uhr. Das solltest du mit Robert machen, das können wir natürlich machen, auf jeden Können wir Fall. natürlich machen. Okay, dann Ja, gilt das wie klar. immer, die Zauberformel Bio 360 Okay. angeben einfach, falls euch das interessiert und dann gibt es dann Rabatt, ich glaube, an 10% oder so. Ja. Super. Ja, Michael, vielen Dank. Wieder mal für deine Arbeit. Also jenseits auch von der aktuellen Geschehnissen sozusagen alle möglichen Krankheitserregern, Infektionen damit zu Leibe rücken zu können, wenn es denn mal nötig ist, glaube ich, ist ein tolles Tool und ich würde es gerne ausprobieren hier für meine Halssituation. Mal schauen, ob da was bei rauskommt. Okay. Und sollte ich mal irgendwann, ich habe wirklich das letzte Mal, dass ich eine Erkältung hatte, das ist eine Weile her und das war 100% stressbedingt. Aber nichtsdestotrotz, natürlich muss man an der Ursache arbeiten, aber da hätte ich mir dann schon gewünscht, weil das hat dann 2 Wochen war ich dann auch aus dem Verkehr gezogen, so ungefähr. Und ja, wenn man sich sowas mal sparen kann, ist ja auch nicht verkehrt. Okay. Ja. Ja, vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht. Ne? Ist immer schön, mit dir zu diskutieren. Ne? Man kommt immer auf Punkte, wo man selber gar nicht drüber nachdenkt. Also ich kriege da auch immer einen Input von dir. Also das ist auch gerade jetzt so Augen. Gibt auch wieder so ein bisschen, ja, wieder neue Punkte, wo man vielleicht weiter forschen könnte und so. Das ist ja noch ein Feld, was wir gerade erst aufgemacht haben sozusagen. Und da kriege ich von dir auch immer so ein paar interessante Antworten. Das nehme ich immer mit da draus. Ne? Ja, genau. Ja, ich habe ja selber einen Tinnitus lange. Ich war früher, habe versucht, Rockstar zu werden und so weiter. Also, das ist interessant, ob man da noch was machen kann, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte überhaupt für die Ohren. Also, da irgendwie die Mikrozirkulation vielleicht zu verbessern. Und ja, wie gesagt, also
blaue Kopfhörer und eine Brille. Wobei, ihr habt ja dieses Infrarot-Pad, das kannte ich noch gar nicht, das ist ja gerade auf der Webseite, das könnte man sich ja sozusagen auch davor halten. Ne? Mit Sicherheit. Ja, vielleicht brauchst du auch gar nicht dann die Brille, sondern man macht einfach so eine irgendwie kleine Stoffkonstruktion, dass man sich das da quasi einigermaßen angenehm, bisschen gepolstert sozusagen, dann so hätte quasi, ne? Ja. Ja, okay. Nur so ein paar Ideen. Vielen Dank. Ich verlinke natürlich eure Website und so weiter, wo man das alles findet. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Okay. Tschüss.